Ja, hu und herzlich willkommen hier zu einer neuen Runde Through the Breach auf diesem Kanal. Und es geht los. Genau, Velrion, es geht los. Wir spielen heute eine zweite Runde Through the Breach. Am Montag haben wir ja schon einmal eine Runde hier erlebt. Allerdings dieses Mal mit völlig anderen. Ups, hier ist einfach was verschoben. Zack, zack. Mit völlig neuen Mitspielern und Mitspielerinnen. Und zwar habe ich mir gedacht, nachdem die Begeisterung für dieses System auf dem Nordpol so unglaublich groß war, na, dann spielen wir doch einfach zwei Runden mit zwei verschiedenen Abenteuern. Und heute spielen wir aber nochmal die gleiche Einführungsszenarie, die wir am Montag auch schon mit der anderen Gruppe gespielt haben. Ich bin mal gespannt, ob diese Gruppe das Ganze ein bisschen anders angeht oder ja, die letzte Runde hat ja auch sehr speziell geendet. Aber gut, ich will da jetzt nicht jemanden spoilern, der das noch nicht gesehen hat. Falls ihr das wissen, gucken wollt, könnt ihr das bestimmt auf diesem Kanal auch noch nachsehen. Ja, ich spiele aber heute nicht alleine, sondern ich spiele zusammen mit heute leider nur drei von vier illustren Gestalten. Der Bloodwolf ist leider aus persönlichen, ganz akuten Gründen heute Abend bei der Einführung nicht dabei. Der wird aber hoffentlich beim Einstieg ins richtige Abenteuer dann wieder dabei sein. Das heißt, zu dritt sind heute unsere Fated-Charaktere unterwegs. Und die werden gespielt von einerseits, wo fange ich denn mal an? Ich fange bei den ganz galant bei Feramin an. Die spielt Verity Noble. Hallo, guten Abend. Genau. Und dann haben wir unten ein Crossgender gespielt, wird Elizabeth Flint, nämlich von Wretched Egg. Ja, guten Abend. Genau. Last but not least, der Quotenschwarze in unserer Runde ist Balthasar Blaze. Der wird gespielt von Rerion. Howdy. Howdy. Ja. Ja, und normalerweise, wie gesagt, wäre der Bloodwolf auch noch als William Carter da, aber naja, der fehlt euch heute. Tja. Wenn ihr ein bisschen mehr über das System von Through the Breach wissen wollt, dann schaut doch auch mal auf dem Nordpol nach. Da steht jede Menge auch in der Beschreibung für diesen Stream noch drin. Und wenn ihr das auf YouTube nachguckt, könnt ihr auch unten in die Beschreibung vom Video gucken. Da habe ich noch mal ein paar Links dagelassen. Da könnt ihr einfach draufklicken und dann könnt ihr ein bisschen was über die Welt noch erfahren. Ganz grob gesagt ist es ein Fantasy-Setting im viktorianischen Zeitalter, gespickt mit ein bisschen Horror und Steampunk. Und das Besondere an dem System ist es, dass wir keine Würfel benutzen, sondern dass wir unten drunter, seht ihr das schon, ein Kartendeck benutzen. Und zwar gibt es da von Weird Games, die haben dieses Spiel halt erfunden. Ein Tabletop, das auch mit Karten funktioniert, ein Tabletop-Spiel. Und die haben uns hier im Vessel, nennt sich das, ein Online-Tool zur Verfügung gestellt, wo man Karten ziehen kann. Ich kann mal eben hier schnell mal das Deck auch ein bisschen ruhig mischen. Das habe ich nämlich, glaube ich, beim anderen Stream auch vergessen. So. Und wir haben ein Fate-Deck, das wird von allen Spielern also benutzt. Das ist das hier unten. Das sind 54 Karten plus zwei Joker oder 52 Karten plus zwei Joker. Ich kann mir das nie merken. Also ein Pokerdeck, ganz normal, von Ass, also Ass ist eine 1, bis hoch zum König. Der König ist eine 13 und dann zwei verschiedenfarbene Joker. Und da zusätzlich haben unsere Spieler noch ein sogenanntes Twist-Deck, das nur sie haben und das auch speziell bei der Charaktererschaffung für sie zusammengestellt wurde. Und da wir uns jetzt am Anfang des Abenteuers befinden, könnt ihr direkt mal anfangen und euer drei Karten von eurem
Twist Deck ziehen, es sei denn, ihr habt irgendwelche Fähigkeiten, die euch das erlauben, mehr zu ziehen, dann dürft ihr das natürlich auch machen. Dann zeigt einfach mal den Zuschauern kurz in die Kamera, was ihr gezogen habt. Die das auch wissen. Oh, guck mal, da hat jemand ein ziemlich fancy Deck da drüben. Oh, Zwei Leute fancy Decks. Und der Rerion wieder mit so einem Billigdeck. Ja, gut. Ja. Malifaux bzw. Through the Breach nutzen allerdings anders als das normale Pokerdeck nicht Kreuz, Herz, Pik und was habe ich jetzt noch? Karo, sondern die Suits heißen alle ein bisschen anders. Die heißen bei uns Ram, Crow, Book bzw. Tome. Und was fehlt hier noch? Oh, jetzt bin ich auf dem Schlauch. Tome und Mask. Genau. Und ja, wenn ihr da mehr drüber wissen wollt, dann schaut auch, wie gesagt, auf dem Nerdpool auch nochmal nach. Da habe ich das, glaube ich, auch erklärt. Soweit. Ich mache mir hier jetzt nochmal unsere Cheat-Karte auf, wo nochmal eine schöne Zusammenfassung ist. Dann kann ich euch nämlich auch eben kurz sagen, dass das Herz bei den Karten hier, die meine Spieler haben, für Rams steht. Und das Kreuz steht für Tomes, das Pik für die Crows und das Karo steht für die Masks. Und die beiden Joker natürlich für sich. Genau. So, und wir starten in die Welt von Malifaux hinein. Mit meiner kurzen Erklärung, dass die Magie auf der Erde ja, abgenommen hat und an einem großen Ritual, was eine komplette Stadt voller Magier benötigt hat, hat die Menschheit es geschafft, ein Dimensionstor zu öffnen in eine fremde Dimension, in der die Magie wieder völlig intakt ist und auch die Magieströme sich nutzen lassen und auch magische Ressourcen vorhanden sind, die sich abbauen lassen. Da wurden leider die ganze Stadt voller all der Magier ausgelöscht. Ja, aber immerhin konnte man dieses Dimensionstor öffnen, ist ganz wagemutig in allerlei Stargate-Montur drüber gelaufen. Ja, und hat dort vorgefunden eine verlassene Stadt. Und hat sich gedacht, so ja, typisch Menschen, ja, wir besiedeln das jetzt, das ist jetzt unser. Nicht davon ausgehend, dass diese andere Dimension durchaus bewohnt ist von Wesenheiten, die vielleicht nicht ganz menschlich sind und die man nicht auf den ersten Blick wahrnehmen kann. Tja, und das hat zu allerlei Problemen geführt. Unter anderem gab es dann auch noch mal einen dass das Tor ist auch noch mal kollabiert und so weiter. Und es gab auch Auseinandersetzungen mit den Ureinwohnern von Malifaux, wie man diese große Stadt, die man vorgefunden hat, genannt hat. Und ja, das Tor wurde aber irgendwie wieder geöffnet und währenddessen hat sich eine Organisation der Menschheit herausgebildet, die dafür zuständig ist, das Tor zu schützen und die Stadt zu schützen und vor allen Dingen die magische Ressource, die Seelensteine, zu schützen, beziehungsweise sich die Schürfrechte unter den Nagel gerissen hat und damit jede Menge Macht auch auf der Erde ausübt, nicht nur in Malifaux selber, sondern auch auf der Erde, weil wer diese Steinchen hat, der hat die Macht, beziehungsweise ja, hat die Mächtigen der Welt auch in seiner Hand, weil davon sind alle abhängig. Weil wer Magier hat, die mit diesen Steinen zaubern können, der hat es gut, nicht wahr? Generell sind Magier allerdings inzwischen ein bisschen verpönt, weil die Magier die dumme Eigenart haben, ziemlich freisinnig zu sein und nach Freiheit und Selbstbestimmung zu fordern. Deswegen hat diese Organisation, die sich die Gilde nennt, einfach mal Verbote erlassen. Magier sind verboten, es sei denn, sie folgen irgendwie ganz strikten gildenrechtlichen Anweisungen und arbeiten für die Gilde. Jeder, der nicht für die Gilde arbeitet und zaubert, ist generell schon mal unter Hexenverdacht und wird verbrannt oder Schlimmeres. Und ja, das ist ziemlich schlimm, weil fast jeder Mensch irgendwie magisch begabt ist in diesem Setting. Und aber die meisten fügen sich der Gilde einfach ja, weil sie halt die Mächtigen sind und weil sie Schutz bieten. Denn die Gilde steht für Recht und Ordnung
Und wenn es die Gilde nicht gäbe, würden die Ureinwohner von Malifaux über die Menschheit herfallen und sie einfach auslöschen. Das Dimensionstor wahrscheinlich noch durchqueren und auf der Erde Amok laufen. Aber die Gilde sorgt dafür, dass ihnen das genau nicht passiert. Und deswegen sind viele Menschen der Gilde auch sehr dankbar. Ja, die Gilde hat auch einen riesigen großen Bahnhof gebaut in der Nähe des Dimensionstors. Der steht in der neuen Stadt Breachtown, die sich in Santa Fe befindet. Und ihr müsst euch das so vorstellen, dass dieser Bahnhof schon nicht aussieht wie ein ganz normaler Bahnhof, sondern es ist ein, ja, mehr oder weniger, wenn man es nicht wüsste, von außen drauf guckt, sieht man auf ein Gefängnis. Hohe Mauern, starke Tore mit Stahl verkleidet, Stacheldraht. Sehr stark verteidigt, überall laufen Menschen mit schwerer Bewaffnung herum, mit großen Gatling-Guns. Tatsächlich kann man hier sogar auch Konstrukte sehen, die durch die Gegend laufen, große Roboter. Ich stelle mir das mal ganz gerne so vor wie in Robocop, wenn ihr den Film gesehen habt, diese großen zweibeinigen Maschinen, gegen die der Robocop da am Ende antreten muss. Und genau sowas läuft da auch durch die Gegend und kontrolliert die Leute, die vor dem großen Tor des Bahnhofs Schlange stehen. Denn es gibt allerlei Glücksritter und Menschen, die nach Malifaux einreisen bzw. und ausreisen wollen, die natürlich kontrolliert werden müssen. Ob sie denn auch ein Ticket haben. Die Tickets sind teuer und ihr habt wahrscheinlich fast das letzte eures Geldes ausgeben müssen, um an Tickets zu gelangen. Habt lange in der Schlange gestanden, was heute umso schlimmer ist, weil in Santa Fe, in Breachtown, um diese Jahreszeit, als ihr da ansteht in der Schlange, die Sonne wie verrückt auf euch herunterscheint und euch quasi ja den letzten Rest Flüssigkeit aus dem Körper rauszubrennen scheint. Es ist unglaublich heiß und in dieser Schlange vor diesem Gebäude ist keinerlei Schatten zu finden. Und ja, ihr seid mit Sack und Pack dort und das trägt nicht dazu bei, dass es euch angenehmer wird. Ihr habt tatsächlich es auch hinbekommen, durch die ganzen teilweise schon recht schikanenhaften Untersuchungen der Gilde durchzukommen. Selbst eure Waffen, die ihr vielleicht mit euch tragt, sind lizenziert worden und als euch registriert worden. Ihr dürft sie sogar bei euch tragen und mitnehmen. Das ist gar nicht so unüblich, weil die Leute schon hin und wieder einen Revolver oder ähnliches mit sich herumtragen. Es ist schließlich USA. Da trägt man ganz gerne Waffen. Und da ist es nicht so schlimm. Ja, also wenn ihr Montag den Stream geguckt habt, da läuft auch schon mal einer mit einem riesigen Hammer durch die Gegend. Das interessiert da auch keinen. Das ist vielleicht, ja. Ja, und ihr habt es, wie gesagt, durch diese Sicherheitsschleusen durchgeschafft und seid einige der wenigen, die in diesen kleinen Zug einsteigen. Der Zug hat nur 4 bis 5 Waggons. Viele davon irgendwie wahrscheinlich. 4 werden davon Passagierwaggons sein und ihr besteigt den letzten dieser Waggons. Und ganz nach hinten angehängt ist noch ein großer, irgendwie, das sieht so ein bisschen aus wie ein Gepäckwaggon, der keine Fenster besitzt. Und ihr könnt auch gar nicht sehen, genau was das irgendwie für ein Waggon sein soll. Ja, höchstwahrscheinlich ist dafür Gepäck gedacht. Oder vielleicht transportiert man Tiere oder so etwas auch noch mit nach Malifaux. Und ihr steigt ein, und, ihr wundert euch in diesem Waggon, den ihr da betretet, mit den anderen Fahrgästen, ist es unglaublich kühl. Im Vergleich zu der stickigen Luft draußen und der Hitze ist es hier angenehm kühl und ja, man kann fast schon richtig kalte Luft einatmen, was eine wirkliche Erleichterung für euch ist. Und ihr sucht euch Plätze in diesem Waggon und ihr findet tatsächlich, und wie der Zufall oder das Schicksal es möchte, findet ihr 3 an einem Sitzplätzen euren Platz, die sich gegenüberliegen und in der Mitte so einen kleinen Tisch haben, so wie man das von so einem Bahnwaggon auch kennt. Wer schon mal mit der Bahn gefahren ist, wird diese Plätze auch kennen. Ja, 2 nach hinten, 2 nach vorne und in der Mitte ein Tisch.
Und ja, wer sitzt denn da jetzt an diesem Tisch und was habt ihr dabei an Gepäck? Wie seht ihr aus? Was sind eure Gefühle jetzt so kurz vor der Fahrt durch das Dimensionstor? Seid ihr eher fröhlich und aufgeregt? Habt ihr Entdeckergeist vielleicht? Wie gefällt euch die Situation? Was habt ihr zurückgelassen in eurem Leben? Was sind eure Ziele? Was wollt ihr in Malifaux überhaupt erreichen? Warum wollt ihr in diese fremde Dimension herüberreisen und euch ganz in die Hände der Gilde ausliefern? Oder wollt ihr vielleicht sogar der Gilde helfen, dort gegen die Neverborn zu kämpfen? Das werden wir alles wahrscheinlich noch erfahren. Und wer sitzt denn da jetzt alles? Also, ihr könnt euch gerne mal kurz eine Charakter-Kurzbeschreibung abgeben, damit unsere Zuschauer auch wissen, wer da in der Sitzbank am Tisch sitzt und wo ihr genau sitzt. Denn es ist ja immer ganz interessant, wo sich die Leute in so einem Zug hinsetzen. Ja, dann Ihr fange sollt ich mal mich an. entmuten, wenn man sprechen möchte, dann Ja. werden. Man hört mich, oder? Nein, man hört dich nicht. Also Oh, jetzt höre ich dich, okay. okay, alles klar. Okay. Ich sollte auch meine Kopfhörer wieder anmachen, wenn ich gerade was Ja, höre. das. Genau. Ja, also die Elizabeth hat schulterlange, lockige, braune Haare. Hat dazu braune Augen. Sieht eigentlich ganz, ja, ganz sympathisch aus. Trägt so ein rot kariertes Hemd, darüber eine Weste und eine Jeanshose mit Cowboystiefeln. Über der Schulter hat sie so einen, ja, so einen Westernmantel hängen, beziehungsweise trägt den gerade so an einem Finger lässig über die Schulter gehoben, wedelt sich mit ihrem Lederhut so schön noch die jetzt gerade entspannende, kühle Luft zu. Und schmeißt ihren, ja, man würde es vielleicht einen kleinen Seesack nennen, oben auf dieses Gepäck, Ablagefach und setzt sich dann in Fahrtrichtung schauend ans Fenster und guckt nach draußen. Wir hatten Fenster, ne? In dem Waggon. Ja, guckt dann nach draußen, sieht unter Umständen noch den Typ, von dem sie das Ticket gewonnen hat. Tippt sich an die Stirn, grinst dem zu, ein bisschen hämisch, und ja, wartet dann, wer sich zu ihr an den Tisch setzt. Wie hast du das denn gewonnen, das Ticket? Also, das ist eine Beim super Poker. interessante Geschichte. Wie hast du das? Wie bist du an das Ticket gekommen? Ja, ich habe beim Poker vielleicht die ein oder andere Karte aus dem Ärmel gezaubert. Vielleicht aber auch nur, vielleicht hatte ich auch einfach nur wahnsinniges Glück. Auf dem Spiel stand meine Wohnung, die ich nicht besitze, aber das muss ja keiner wissen. Genau, so bin ich ungefähr an das Ticket gekommen. Du warst halt ziemlich Was? sicher, dass du gewinnen würdest. Ja, das genau so. Und ja, das Ja, war, so bin ich an das Ticket gekommen. wenn du aus dem Fenster rausguckst, kannst du noch auf den Bahnhof, wie gesagt, schauen. Da sind mehrere Leute, die auch ihren Lieben noch zuwinken, irgendwie ans Fenster klopfen, teilweise an den anderen Waggons. Was dich ein bisschen irritiert, ist, dass da gerade so einer dieser großen Roboter vorbeiläuft, an denen man eine Kette gespannt hat und die Kette hängt irgendwie unten durch und er wird auch begleitet von schwer bewaffneten und schwer gerüsteten Gildensoldaten und ja, diese Kette umfasst auch die Hälse von fünf in Sträflingsklamotten gekleidete Menschen, zwei Frauen und drei Männer, die mit gesenkten Köpfen und Schultern hinter diesem Roboter hergehen und in Richtung also an eurem Waggon vorbeilaufen. Ja, dann lasse ich meinen Blick den noch ein bisschen hinterher schweifen, in der Ahnung, dass die unter Umständen in den Waggon einsteigen, der keine Fenster hat. Könnte sein. Und da ich aber in Fahrtrichtung sitze, kann ich nicht so weit hinterher gucken. Deswegen, Deswegen ja. schaust du jetzt gerade wahrscheinlich auf die Person, die sich daran macht, sich dir gegenüber hinzusetzen. Wer ist denn das von euch beiden? Ja, genau. Ja, dir gegenüber drängt sich jetzt eine junge Frau, die ziemlich vornehm aussieht, auf den Platz. Die hat so eine riesengroße Arzttasche dabei, also diese klassischen mit dem Metallbügel. Und fragt, ist bei Ihnen noch frei?
Ja, klar, setzen Sie sich doch hin. Vielen Dank. Verity Noble, angenehm, Sie kennenzulernen. Ach, das ist ja schön. Mein Name ist Elizabeth, aber nennen Sie mich doch einfach Ellie. Und ich halte die Hand. Ich nehme die Hand. Sehr schön. Nett, Sie kennenzulernen. Ja, danke gleichfalls. Und was führt Sie nach Malifaux? Ach, naja, neue Welt, spannende Geschichten zu erzählen, neue Leute kennenlernen, das Übliche. Mehr die Abenteuerlust, würde ich sagen. Und Sie? Ich bin auf der Suche nach einem Verwandten, von dem ich gehört habe, dass es ihn dorthin verschlagen hat und ich bräuchte seine Hilfe. Bei was denn? Geschäftliche Dinge. Sie wusstet dich ein bisschen? Ärztliche geschäftliche Dinge oder andere geschäftliche Dinge? Unter anderem auch ärztliche. Aber dann. Ein kurzer Moment des unangenehmen, der unangenehmen Stille herrscht zwischen euch, als ihr euch so beide oben und oben bis unten mustert. Und der wird dann jäh unterbrochen durch einen Mann, der sich zu euch gesellt und sich zuerst nicht ganz entscheiden kann, ob er sich gegen oder in Fahrtrichtung hinsetzen möchte. Wer kommt denn da dazu? Ja, da gesellt sich dann an den Tisch ein sehr schlanker, dunkelhäutiger Mann mit einem ziemlich großen weißen Hut. Trägt einen wohl ehemals weißen Staubmantel, jetzt allerdings staubig und abgetragen. Braune Hosen, weißes Hemd, braune Weste, ein schwarzes Halstuch und eine schicke Brille auf der Nase. Unter dem Hut schauen ein paar Rastas hervor, die so runterringeln. Ein paar sind scheinbar so Perlen oder Federn geknotet. Der räuspert sich dann scheinbar ein bisschen verlegen bei zwei Damen, die da sitzen. Verzeihung, die Ladies, ist es gestattet, mich dazuzusetzen? Ich möchte nicht aufdringlich erscheinen. Nun, das kommt drauf an, wer fragt. Balthasar Blaze. Na, ich glaube, mit dem Namen kann ich leben. Und sie zeigt auf den Platz neben sich. Das ist sehr freundlich, Miss. Vielen Dank. Ja. Elizabeth. Oder einfach Ellie, wenn es euch leichter fällt, diesen Namen zu behalten. Ich hatte mit Namen noch nie Schwierigkeiten, aber ich werde es mir merken. Ellie. Ja, sie hält dir die Hand hin. Mein Seesack erstmal nach oben. Dann greife ich die Hand, gib einen recht holprigen Handkuss. Ach, herrje. Also es wirkt so, als würde er sich etikettierter verhalten, als er eigentlich weiß, wie das richtig geht. Ja, du siehst bei ihr auch im Gesicht, dass sie nicht wirklich weiß, was sie damit anfangen soll. Setzt euch doch und nimmt so die Hand weg und legt die so irgendwie komisch auf den Tisch und weiß es nicht so recht. Dann auch zu der anderen Dame kurz rüberbeugen und die Hand ergreifen. Freude nicht weniger holprig Handkuss. Schön, Sie kennenzulernen, Mr. Blaze. Noble, Verity Noble. Freut mich, Miss Noble. Der Herr räuspert sich nochmal und setzt sich dann. Ja. Wieder entsteht ein kurzer Augenblick der unangenehmen Stille. Er wirft mal so einen Blick auch auf diese
Sträflingskolonne schluckt einmal. Also während du dich hinsetzt und die Handküsse verteilst, ist die Kolonne schon fast an dem Waggon vorbeigezogen. Mhm. Wenn du jetzt ein bisschen irgendwie versuchst, deinen Hals ein bisschen zu strecken, kannst du noch aus dem Fenster sehen und ja tatsächlich sehen, dass sie in den letzten Waggon hinter euch verladen werden. Verladen. Ja. Na herrlich. Also er schluckt einmal sichtbar und setzt sich da. Nun, ich glaube, bei den dicken Ketten, die die tragen, müssten wir uns vorerst mal keine Sorgen um die machen. Hat einer von den Herrschaften eigentlich eine Ahnung, wie lange diese Fahrt dauern wird? Nein, leider nicht. Sie vielleicht, Mr. Blaze? Das ist meine erste Reise in dieses, er scheint zu überlegen, ferne Land. Und eine Zugreise ist zumeist entweder langweilig oder furchtbar. Ich hoffe mal auf Letzteres. Nun, bis der Bus losfährt und die restlichen Fahrgäste zugestiegen sind. Wer hat Lust auf ein Spiel und sie zückt so ein Kartenset aus der Innenseite ihrer Weste und fängt an, die so in guter Dealer-Manier aus dem Casino zu mischen und guckt fragend in die Runde. Warum denn nicht? Gut, ich bin in diesen Spielen ziemlich miserabel, aber... Ja, und dann fängt sie an, Texas Hold'em auszuteilen. Ja, während du da die Karten mischst und verteilst, schlängelt sich einer der letzten Fahrgäste anscheinend durch das Abteil und ihr seht einen älteren Herrn um die 60, der relativ schlank wirkt, einen feinen Anzug trägt, der allerdings schon so etwas in die Jahre gekommen ist. Man sieht so leichte Abnutzungsspuren an seinem Anzug. Und er hat ein relativ fröhliches, wenn auch gerade ein bisschen zu einer ernsten Miene verzogenes Gesicht. Und ich kann euch ja gerade mal das Bild von ihm in das Discord reinziehen, dann könnt ihr es mal auch begutachten. Für die Stream-Zuschauer habe ich es gerade schon eingeblendet. Und dieser Mann trägt eine ganz große, schwere und vor allen Dingen breite Kiste, die er mit beiden Händen fest umschlungen hat. Und das Vorankommen in diesem Zugabteil mit dieser großen und breiten Kiste fällt ihm zusehends schwerer. Die Kiste ist, wie gesagt, ja, so fast genauso breit, wie seine Arme sie umfassen. Und man sieht, dass da wohl dass die Kiste innen mit so samtfarbenem rotem Tuch ausgelegt ist, weil so Teile von diesem Tuch noch durch die Ritzen des Deckels durchkommen und man das noch sehen kann. Man sieht auch ein großes, schweres Schloss, das irgendwie vorne an der Kiste angebracht ist. Und ganz viele kleine Schnitzereien, die auf der Kiste angebracht sind, die Kindergeschichten darstellen. Ihr könnt Rotkäppchen erkennen und den Strubbelpeter und allerlei andere Märchenfiguren oder Erzählungsfiguren. Und die sind in bunten Schnitzereien und außen an der Kiste angebracht. Und der Mann hat, wie gesagt, ein paar Probleme damit, sich durch das Zugabteil zu drängen. Und als er auf eurer Höhe ist, stolpert er ein bisschen und fällt fast auf euren Tisch herein. Fängt sich im letzten Augenblick noch, also damit die Kiste nicht mitten auf Balthasars Gesicht landet. Und sagt, Verzeihung, es tut mir leid. Irgendjemand hat mir ein Bein gestellt, glaube ich. Ich bin mir nicht so sicher. Als ihr euch umseht, seht ihr tatsächlich ein kleines Kind, was hinter euch sitzt und macht. Und er fängt sich, wie gesagt, wieder und zieht dann die Kiste noch ein bisschen höher über sich, windet sich so an euch vorbei und nimmt zwei Reihen weiter vor euch Platz. Okay.
Ich hätte sonst halt einmal kurz so im Reflex so. Mhm. Und wenn er dann wuchtet, würde ich abwinken und mal einmal so mit gegenstützen, damit er zumindest über den Sitz kriegt. Er versucht zuerst die Kiste oben in dieses Gepäckfach zu wuchten. Das schafft er allerdings irgendwie zuerst nicht. Und entscheidet sich dann, die Kiste neben sich auf die Bank zu stellen. Mit einem lauten Wumm liegt sie dann auf dem Sitz. Ja. Nun, der Herr hat bestimmt zwei Plätze gebucht für die Kiste. Das war ja haarscharf. Er knickt mal so ein Stück von und nimmt ihn dann ab. Ja, also, wo waren wir? Ja, genau. Spielen wir mit Einsatz oder ohne Einsatz? Ich nehme das Schweigen als ein ohne Einsatz und fängt dann an, die ersten Karten rumzudrehen. Hinter euch klettert das kleine Mädchen so halb auf hinter euch und guckt euch über die Schulter. Ist das Mau Mau? Ich kann gut Mau Mau spielen. Nun, momentan spielen wir nicht Mau Mau, aber nach der Runde können wir gerne eine Runde Mau Mau spielen. Ja, Mau Mau, super. Ich meine, neben der netten Lady ist ja noch Platz und ich zeige auf den freien Platz neben unserer Verity. Ja. Aber klar doch, nach der Runde können wir gerne eine Runde Mau Mau spielen. Dauert es lang, die Runde? Da wir ohne Einsatz spielen, vielleicht noch 30 Sekunden und sie dreht die letzten drei Karten rum. Also am Anfang liegt man ja drei und dann noch die restlichen zwei, genau. Und dann ist ja schon die Runde vorbei. Ja. Ja. Ja, die Mutter kümmert sich ein bisschen um ihre kleine Tochter und zieht sie irgendwie am Schlawittchen wieder zurück auf den Sitz. Belästige die Leute nicht so. Wir können, wenn wir angekommen sind, noch ganz genug Karten spielen, aber nicht mit Fremden. Verzeihung, Verzeihung. Der Zug fährt doch gleich bestimmt los. Ja, und ihr könnt euch noch mal ein bisschen umgucken und wenn ihr dann ein bisschen auch den Blick noch schweifen lasst durch das Abteil, seht ihr, dass es relativ voll geworden ist. Also der eine Platz neben Verity wird nicht besetzt und auch anscheinend scheint sich niemand daran zu stören, dass der alte Mann mit der Kiste irgendwie auch zwei Plätze braucht. Und ihr schaut euch den Waggon trotzdem noch mal ein bisschen genauer an, schaut ein bisschen nach oben. Und da, wo das Gepäckfach über euch angebracht ist, wo ihr eure Seesäcke ja auch reingeschmissen habt. Und tatsächlich kann man jetzt, wenn man von unten darauf schaut, kann man etwas Eigenartiges erkennen. Denn unten an dem Holz des Gepäckfachs befinden sich Kratzspuren im Holz. Vier kleine, nebeneinander angeordnete Kratzspuren. Sind es so feine, filigrane Kratzspuren, wie jetzt zum Beispiel von einer Katze oder eher so Menschenfingernägelmäßig? Also von der Größe her müsste es schon ein riesiges, raubtierhaftes Katzenwesen sein, denn es ist halt ungefähr so menschenhandgroß, würdest du verschätzen, von den Spuren. Kann ich das in irgendeiner Art und Weise zuweisen? Also vielleicht hat man hier mal einen Löwen transportiert oder so. Den großen. Aber warum sollte der in einem normalen Abteil transportiert werden und nicht in so einem Gepäckwagen wie hinter euch, die Sträflinge? Also ich muss ja sagen, für das, dass diese Tickets so begehrt sind, ist hier ganz schön wenig los in diesem Wagen und guckt halt auf die ganzen freien Plätze. Naja, liegt vielleicht daran, dass hier ab und zu irgendwelche Raubtiere gehalten werden. Da ist dann die Beliebtheit nicht mehr so groß. Nun ja, Vorlieben sind verschieden. Und der eine sammelt Knöpfe, der andere vielleicht Berg,
Pumas. Die er dann an der Leine mit in eine Zugreise nimmt. Nicht verstörender als, deutet man so aus dem Fenster, so quasi Roboter. Ja, das ist auch wieder wahr. Da patrouillieren tatsächlich inzwischen noch ein paar dieser Roboter. Was euch eigenartig vorkommt, wenn es denn ein Löwe oder ein Bergpuma sein sollte, warum ist dann die Bank unter euch nicht verkratzt? Denn da müssten doch am allerersten dann Kratzspuren drin sein. Ja, vielleicht wollte die Katze irgendwas fangen. Na, vielleicht kann sie an der Decke laufen. Es soll ja die eine oder andere seltsame Kreatur dort geben. Naja, wenn das nur riesige Raubkatzen sind, die an der Decke laufen können, dann kann es ja nicht so schlimm sein. Als wären Spinnen nicht schon schlimm genug, jetzt sind es auch noch Raubkatzen an der Decke. Die können sich immerhin nicht so leicht verstecken wie Spinnen. Auch ein Vorteil. Ja, das ist auch wieder wahr. Dafür kann ich Spinnen mit einer Fliegenklatsche erledigen oder mit einer Zeitung. Nun ist die Zeitung entsprechend groß, glaubt das vermutlich. Ach, Katze. Auch wieder wahr, auch wieder wahr. Es gibt für alles Lösungen. Ja. Jetzt wäre vom Abenteuer her, um das den Zuschauern auch nochmal zu erklären, der Zeitpunkt gekommen, in dem der Prolog in Anführungsstrichen vorbei ist. Und jetzt könnten unsere Spieler, wenn sie denn wollten, und wir ihre Charakterklasse nicht schon bei der Charaktererschaffung festgelegt hätten, könnten sie jetzt aussuchen, mit welcher Charakterklasse und welchen Fähigkeiten, damit sie in das folgende Abenteuer starten. Denn bei Through the Breach kann man von Abenteuer zu Abenteuer am Anfang jeweils die Charakterklasse wechseln. Und je länger man in einer Charakterklasse spielt, desto mächtigere Fähigkeiten bekommt man. Und wenn man dann wieder auf eine andere Charakterklasse wechselt, geht man natürlich wieder auf den Anfang zurück und startet quasi wieder bei Null. Ja? Deswegen lohnt es sich, eine Charakterklasse lange zu spielen. Aber wer halt denkt, ich wollte schon immer mal einen Zauberer spielen oder so oder einen Kriminellen oder sowas, der kann dann von Abenteuer zu Abenteuer die Charakterklasse wechseln. Aber unsere Charaktere haben ja bei der Erschaffung ihres Charakters ja eine Klasse gewählt und da dies der Einstieg in die Welt von Malifaux ist, denke ich, dass ihr auch dabei bleiben wollt. Ihr könntet euch jetzt rein theoretisch noch umentscheiden, dann müssten wir eine kurze Pause machen und euch nochmal raussuchen, welche neuen Fähigkeiten ihr habt. Aber ich denke, das liegt nicht in eurem und nicht in unserem Interesse. Und deswegen nur nochmal zur Erklärung für die Zuschauer. Denn der Wagen, in dem ihr sitzt, also der Zug, lässt ein lautes Pfeifen von sich hören. Und man sieht an eurem Fenster auch leichte Rauchschwaden, also Dampfschwaden vorbeiziehen. Und ihr merkt durch den Ruck, der durch den Waggon geht, dass sich der Zug in Bewegung setzt. Erst langsam sich weiter nach vorne bewegt, dann immer schneller wird und ihr relativ schnell dann auch das schwer befestigte Bahnhofsareal von Breachtown verlasst. Und wenn wir ein bisschen, also diejenigen, die am Fenster sitzen, können ein bisschen nach vorne schauen. Am Horizont ist schon erkennbar die große Breach, die silberblau schimmernd ein deutlicher Anblick am Horizont ist. Haben diese Waggons eigentlich irgendwie so spezielle Sicherheitsvorkehrungen oder könnte man da eigentlich auch per Person reinspringen in diese Breach? Fragst du das mich als Fate Master? Das frage ich als Spielleiter, ob ich das weiß. Achso, rein theoretisch kannst du auch da so als Person durchhüpfen. Allerdings ist der Breach auch wie genau das Bahnhofsgebäude auch schwer bewacht und gesichert. Ah, okay. Ich verstehe. Es gibt Gerüchte, dass es auf der Welt noch einen anderen Breach irgendwo anders geben soll. Aber das sind nur Gerüchte, denn
Die haben diese bösen Zauberer, diese Arkanisten in die Welt gesetzt, um die Gilde wahrscheinlich zu schädigen. Nun, so wie es aussieht, kann es noch ein, zwei Minütchen dauern, bis wir ankommen. Was führt euch eigentlich hierher? Und ich wende mich an meinen Nebensitzer. Mir räuspert sich zweimal. Sagen wir so, ich brauche ein neues Betätigungsfeld, nachdem ich das alte etwas in den Sand gesetzt habe. Ah, ihr seid Investor. Ich passe auf andere auf, aber manchmal klappt es nicht ganz so gut, wie ich es mir gewünscht hätte. Also Bodyguard. Ich glaube, das trifft es noch fast am ehesten. Naja, wärt ihr ein guter Bodyguard, wärt ihr jetzt unter Umständen tot, also. Ja. Ja. Nun ja, das kann ja noch ein Stück dauern und dann guckt sie kurz auf ihre Taschenuhr, wie viel Uhr es ist, zieht sich dann den Cowboy-Hut ins Gesicht und fängt an zu dösen. Ja, man merkt schon, es war ihm ein bisschen peinlich. Entschuldigung, ich hatte mich vergessen, für den Stream zu entmuten. Entschuldigung. Ja. Also sie fahren auf den Breach zu und dieser Breach sieht, wie gesagt, etwas blau-silbrig aus und es sieht so ein bisschen, wenn ihr Stargate mal gesehen habt, es sieht schon sehr ähnlich aus. Es wabert ein bisschen und sieht ein bisschen flüssig aus und weil es diese Waggons in diesem Breach verschwinden, macht es auch irgendwie ein merkwürdiges, saugendes, schmatzendes Geräusch, das man relativ laut bis in euren Waggon hinein hören kann. Und dann verschwindet schließlich auch euer Waggon in diesem silbrig-blauen Gewaber. Und das erste Mal durchquert er dieses Dimensionsportal. Noch niemals habt ihr das vorher durchschritten. Das heißt, es ist etwa eine völlig neue Erfahrung für euch. Und ihr habt es euch völlig anders vorgestellt, als es tatsächlich dann ist. Denn für einen instinktiven Augenblick, als ihr in diesem Licht verschwindet, schließt ihr dir kurz die Augen, weil ihr nicht genau wisst, ob man seine Augen schützen sollte. Oder nicht. Ganz instinktiv schließt ihr die Augen und das nächste, was ihr fühlt, ist ein stechender Kopfschmerz. Ein migräneartiger, stechender Schmerz hinter den Schläfen, hinter beiden Schläfen, der sich tief ins Gehirn bohrt und ein fiependes, ziehendes Geräusch, das sich bis von den Schläfen in die Ohren hineinzieht. Und als ihr mit angestrengter Miene die Augen wieder öffnet, seht ihr ins blaue Nichts hinaus. Die sämtliche Landschaft, durch die ihr eben gefahren seid, ist verschwunden. Ihr blickt nur in ein weites, nicht enden wollendes Blau, ohne einen Horizont erkennen zu können. Und dieses blaue, silbrige Licht flutet quasi durch das Fenster hindurch, zu euch und legt sich wie ein
silbrig wabernder Film auf eure Haut. Und es dauert einen kleinen Augenblick, bis ihr euch an dieses merkwürdige Gefühl des blauen, silbrigen Lichtes gewöhnt habt. Und merkt, dass es irgendwie nur Licht ist, was euch umschließt und durchflutet. Und bei dieser Schmerz, dieser stechende Schmerz hört nicht auf. Und als ihr euch dann umguckt und das erste Mal gewahr werdet, dass der Schmerz abklingt, dann werdet ihr euch bewusst, dass die Menschen um euch herum, außer denen, die bei euch am Tisch sitzen, alle verschwunden sind. Oh. Mann, scheiße, ey, ich mein, verdammt. Das könnte ruhig dazu gehen, wenn sie die Tickets verkaufen. Naja, ich meine, die hätten auch irgendwie, anstatt hier eine Klimaanlage einzubauen, Eiswürfel austeilen können. Das wäre viel sinniger gewesen. Und wo sind eigentlich die anderen Leute hin? Ich guck mal nach hinten, da wo das kleine Mädchen saß. Ja, die ist verschwunden. Ist das Gepäck von den Leuten noch da? Das Gepäck der Leute ist noch da. Aber die Leute selbst sind verschwunden, mitsamt ihrer Kleidung und dem, was sie mit sich trugen. Verzeihen Sie bitte. Man hätte vielleicht auch. Das verstehe ich nicht. Man hätte vielleicht auch schreiben können: Überlebenschance nur 10% oder sowas. Dann wären auch weniger Leute mitgefahren. Also dafür sind die Tickets aber erstaunlich teuer. Vielleicht ja, ist kann das ja. Wenn alle sterben, kann ja niemand drüber reden, dass man stirbt dabei. Das ist doch logisch. Ah, diese Kopfschmerzen. Das ist eine miserable Geschäftsidee. Nein, das ist die perfekte Geschäftsidee. Jeder will es und niemand kann sagen, dass es scheiße ist. Da haben Sie völlig recht. Es geht ein Ruck durch euren Waggon und ihr habt nicht mehr das Gefühl, dass ihr euch bewegt. Sondern, und jetzt werden wir auch noch abgekoppelt. Dass ihr feststeht. Und dann hört man ein dumpfes Dröhnen und Quietschen. Und dann ein Rumoren von weiter Ferne. Irgendwas ist hier doch nicht in Ordnung. Das sollte doch wohl nicht so sein. Ich stehe mal auf. Vorsichtig. Mhm. Ich gucke mich mal so um. Ja, wie gesagt, keinerlei Passagiere außer euch dreien in dem Waggon zu sehen. Draußen ist einfach nichts. Draußen ist es blau, silbern, ohne Horizont. Einfach nur, als würdest du ins unendliche Blau-Silber gucken. Also irgendwie habe ich mir das anders vorgestellt. Gibt's hier sowas wie Öffnung, so Kippfenster irgendwie oben? Wahrscheinlich noch nicht, das ist ein alter Waggon, oder? Ja, du schaust irgendwie ans Fenster. Du sitzt ja auch, glaube ich, am Fenster, ne? Ja, ich sitze am Fenster. Und schaust nach, es gibt tatsächlich eine Vorrichtung, die mit der man das Fenster auf Kipp stellen kann. Allerdings hat jemand mit großen, dicken Bolzenschrauben dieses Fenster festgeschraubt. Ja, okay, ich glaube, wenn jemand so viel Metall investiert, um das Fenster zuzulassen, wird es wahrscheinlich nicht geöffnet werden sollen. Und dann kletter ich mal über die Sitzlehne nach hinten. Guck, ob da noch irgendwelche Überreste von den Leuten sind. Also wie gesagt, die sind samt ihrer Kleidung verschwunden. Die Gepäckstücke sind noch da. Die Kopfschmerzen haben wir noch. Ja, die klingen langsam ab. Ah. Naja, ich kann zumindest verstehen, warum die Riesenkatze ausgerastet ist. Ja, und dann gucke ich mir meine Handtasche oder sowas an, ob da was drin ist. Ja. Wenn alle tot sind, sind die meine Meinung. Üblichen Dinge, die in einer Handtasche also drin sind, sind da drin. Miss Ellie? Ja. Ist das Ihre Tasche? Jetzt ja. Vielleicht soll ich mir schauen, ob das in den anderen Waggons. Also sieht man da noch Türen oder? Ja, es geht eine Tür nach hinten und eine Tür nach vorne. Wir könnten mal im Gefangenentransport nachgucken. Nein, eher auf der anderen Seite.
Mhm. Oder so. Ich, leg dann die Handtasche zurück, lasse irgendwie noch das Geld, was da drin ist, im Ärmel verschwinden. und folge dann den Leuten in den anderen Waggon. Mhm. Ja, ihr steht von euren Plätzen auf und als ihr gerade alle aufgestanden seid und euch aufmachen wollt, den Gang hinauf in den vorderen Wagen zu laufen, hört ihr ein Pochen, das von vorne aus dem Waggon kommt. Als ob jemand auf Holz schlägt. Und dann hört ihr leises Gekicher. Lass uns raus! Lass uns raus! Will raus! Wir sollten es rauslassen. Ich bin mir nicht sicher. Das ist eure Chance, euch wieder als Leibwächter zu beweisen. Und ich schieb dich nach vorne. Ich nehme mal meine Tasche von der Gepäckablage. Und im nächsten Augenblick explodiert vor euch in der vordersten Reihe, wo der alte Mann mit der Kiste gesessen hat, explodiert es quasi. Der Deckel der Kiste wird mit einem großen Kaboom nach oben gesprengt und landet zuerst an der Decke, wo er krachend in zwei Teile zerbricht und dann wieder auf den Boden regnet. Und dann ist es erst einmal still. Und dann schiebt sich eine kleine hölzerne Hand aus der Kiste. Und dann noch eine. Und dann schiebt sich ein kleiner hölzerner Kopf nach oben mit einer langen spitzen Nase und einem roten Hut. Seht ihr, wie sich eine Marionette oder eine Puppe aus der Kiste hinauf schiebt? Was zur Hölle? Und dann noch eine. Was fragt ihr so? Schieß drauf! Und noch eine. Und sie haben kleine, dünne, spitze Fingerchen und verstoßen ein schrilles, hohes Gelächter aus. Ja, ich nehme mir irgendwas, was da gerade in Reichweite liegt und will auf eins der Viecher hauen. Mhm. Ich traue dem Spuk gerade nicht. Es kommen drei von diesen Marionetten aus der Kiste heraus. Und wenn ihr jetzt sie angreifen möchtet, dann gehen wir in die Dramatic Time über. Also in die Kampfszenerie quasi. Und ich bräuchte mal von euch gleich eine Initiative. Und das machen wir gerade kurz gemeinsam. Ich muss mal eben aufrufen die Werte der Marionette. So. Und dann gucke ich mal nach eurem Deck. So. Ich mische noch mal kurz durch und dann zieht ihr jeder bitte eine Karte, einer nach dem anderen, ganz langsam, damit wir das auch alle gut mitkriegen, wer welche Karte gezogen hat. Oben die Tasten beim Wessel könnt ihr benutzen. Ich glaube, der Agraiguma, der Ratched ist aber auch aus der Gruppe rausgeflogen inzwischen, weil ich sehe ihn hier nicht mehr drin. Ich bin eigentlich noch da. Ja, also in Wasser. Achso, in Ding, in Wasser. Ja. Doch, bin ich auch drin. Ja, bei mir nicht. Hm. Okay. Alle anderen machen kurz nochmal einen Rechtsklick auf meinen Namen und synchronisieren, falls sie das. Falls sie so, damit wir das schon mal haben. Ah, okay, da bin ich. Oh, okay, dann. Ich starte kurz das Wessel neu. Dann. Wird das schon. Dann können währenddessen der Ririon schon mal eine Karte ziehen. Safe Game? Ja, brauchst du nicht, nein. Eine Karte. Na, wie war's denn? So. Hast du eine gezogen, weil bei mir kam nichts an. Ah doch, da kommt sie jetzt. Was ist das für eine Karte?
Zu der 4 addierst du bitte deinen Initiativewert hinzu. Ja, habe ich mir fast gedacht. Der steht auf der ersten Seite unter Derive Aspects. Ja. Dann habe ich eine insgesamt. Eine was? 7. Eine 7. Okay. Dann einmal die Verity Noble. Ja. Die zieht eine 3 und addiert ihren Initiativewert. Es bleibt bei 3. Okay. Ja, wenn ich 1 bin, dann schnell. So, und der Ratched ist inzwischen wieder sichtbar, zumindest bei mir. Ja, ich müsste auch drin sein und sehe auch, was gezogen wurde. Ja, bei mir steht, ich darf 2 Karten ziehen. When the Fate Deck is shuffled, this character draws 2 cards instead of 1. Wenn das da greift. Nee, das greift hier. Wir machen gerade eine Initiative. Okay, gut. Dann alles. Einfach ein. Eine 6. Einmal öffentlich machen, bitte. Also die Hidden. Rechtsklick da drauf und Flip. Ah, genau. So. Ja. Dann bin ich. Da muss ich mein Ini drauf werfen. Dann bin ich bei 12. Alter! Oh. Das ist ein hoher. Okay, Wert. Ich bin doch nicht schnell. Alles klar. Gut. Die Marionetten haben eine Initiative von. Moment, ich muss sie gerade suchen. Wo ist das PDF da? Haben eine Initiative von 7. Das heißt, sind auf jeden Fall vor Verity dran. Wie gesagt, sie klettern gerade aus dieser Kiste heraus. Man sieht auch noch die Schnüre, die an ihren Gliedmaßen befestigt sind. Und sie ziehen diese Spielkreuze hinter sich her. Und kichern und ja, ihr seid ungefähr noch noch nicht in Reichweite, in Nahkampfreichweite. Normalerweise, und für die Zuschauer, spielt man Nahkämpfe in diesem System wie quasi im Malifaux Tabletop aus. Das heißt, wenn ihr Through the Breach spielt, könntet ihr eure eigenen Charaktere in dem Tabletop auch spielen, weil die Regeln für den Kampf sind fast identisch. Und da wird ganz viel auch mit Nahkampfreichweiten und mit Geh- und Ausweichmanövern gearbeitet. Wenn ihr in eurem Regel-PDF mal schaut, unter Gameplay, da gibt es eine Unterkategorie General Actions. Und da könnt ihr mal auch schauen, welche Aktionen euch jetzt auch zur Verfügung stehen und wie viele Punkte eurer Aktionspunkte sie kosten. Denn ihr habt, wenn ihr dran seid in eurer Runde, 2 Aktionspunkte, die ihr ausgeben könnt für verschiedene Aktionen und eine Null-Aktion. Das heißt, jeder kann eine Aktion, die 0 Punkte kostet, kann dann nur einmal pro Runde machen, es sei denn, er hat eine besondere Fähigkeit, die ihm mehr erlaubt. Und als allererstes in unserer Reihenfolge ist Elisabeth dran und darf als allererstes agieren. Ich guck gerade mal, was ich denn alles machen darf, aber da ich tatsächlich gerade nicht weiß, was ich tun soll, ich stehe ja schon hinter unserem Bodyguard, würde ich mich gerne umgucken, ob ich irgendetwas finde, was ich als provisorische Waffe nutzen könnte. Also so eine Art. Du hast ja gesagt, die Kiste ist aus. Ja, die habe ich aber wieder zurückgelegt. Ja, dann kannst du sie holen gehen, das wäre möglich. Müsstest du eine Movement-Action machen, also einen Aktionspunkt ausgeben, um zurückzulaufen und einen Aktionspunkt, um die Tasche aufzuheben. Ja, dann geh ich doch einfach mal nach hinten und schnapp mir die Handtasche. Okay. Oder vielleicht auch was Schwereres wie eine Handtasche, wenn ich das auch noch in Reichweite finde. Ja, da liegt momentan nichts sowas schwerer nach. Da liegt kein Hammer oder sowas herum. Ja, ich dachte halt an so, vielleicht so einen Aktenkoffer mit einer spitzen Kante oder so.
Ja, müsstest du mal oben gleich die Gepäckfächer ein bisschen mehr durchwühlen. Dann, wenn du Zeit dafür hast, dann kannst du das nächste Runde gerne machen. Ja, dann springe ich einfach auf den nächstbesten Tisch, wo auch die Handtasche lag. Dann kann ich die zur Not auch noch nehmen und gucke dann oben ins Gepäckfach. Okay, Verity steht noch in dieser Ecke vom Tisch. Hast dich ja ein bisschen zurückgezogen, um deine Tasche zu holen, während Balthasar noch im Gang steht. Aber zuerst ist in der Tat der Balthasar dran mit seiner Handlung. Zero Action. Der Mantel fliegt zurück und scheinbar im Sekundenbruchteil kaum so schnell, dass die Bewegung zu verschwimmen scheint. Zwei Pistolen. Zwei Pistolen dringen quasi in deine Hand. Und jetzt möchtest du schießen, natürlich, ja? See. Schießen ist, glaube ich, bei dir ist eine Aktion, ne? Nur beim Duell. Sofern das als Duell ausgelegt ist, meine ich. Sollen wir mal gucken. Ich habe, glaube ich, habe ich deinen Charakter? Ja, den habe ich dir geschickt. Schaue ich mal, ob ich den irgendwo finde. Da, Verion PDF. Guck mal, das bist bestimmt du. Vermutlich. Sein, du kennst noch einen. So. Was, die. Genau. Range, Reload. Genau. Ja. No. Alles klar. So, dann schauen wir doch mal bei dem. Na, wo bin ich denn jetzt? Ah, ich bin verrutscht. Alles ist weg. Da. So. Du könntest jetzt also deine Waffe hast du ja bereit gemacht durch deine Nuller-Aktion, die du ja hast. Mhm. Mhm. So, dann könntest du versuchen zu schießen. Ja, das war der Plan. Ich hatte ja auch Critical Strike, aber das kam erst gleich, ne? Mhm. Ja. Mal longer range. Targeting. Gucke ich gerade noch mal bei den Waffen nach, ob da irgendwo beisteht, wie viel Aktion. Aber normalerweise kostet ein Schuss nur eine Aktion. Mhm. Ich gucke gerade noch mal zur Sicherheit noch mal nach. Also bei Pistolen, ja. Ja. Genau, okay. Eine Aktion, um zu schießen. Dadurch, dass du zwei Pistolen gerade gleichzeitig benutzt, das ist, zählst du als mit zwei Pistolen schießend. Das heißt, du bekommst einen positiven Flip für deine Attacke. Ein positiver Flip bedeutet, du ziehst zwei Karten von dem Fate Deck und darfst davon die höhere benutzen oder die niedrige, je nachdem, was du möchtest. Und du vergleichst dann den Wert der Karte plus deinen Attackewert mit der Defense der Marionetten. Dann ziehe ich erstmal. Eine 9 und eine 6. Das waren Rams, ne? Mhm. Ich muss mal gerade was gucken. Ich glaube, da löst sich nämlich schon mein Trigger aus. Ja, also du nimmst wahrscheinlich die 9. Ja. Okay, die mit 9. Dazu meine 6, das sind dann... Wie viel? 15. 15. Die arme Marionette hat nur eine Defense von 10, das heißt, du würdest sie auf jeden Fall treffen. So, und in Through the Breach ist es so, ich schmeiß schon mal die 6 kurz weg hier, so, dass man jetzt schaut, also getroffen hast du schon mal,
Jetzt schauen wir nach, wie gut du getroffen hast. Also wie viel Schaden du anrichten kannst. Und wir flippen quasi jetzt noch eine Schadenskarte, aber stoppt noch nicht. Mhm. Ja, ja. Erst schauen wir nach, wie dieser Schadensflip denn aussehen muss. Denn in Through the Breach und in Malifaux ist es unterschiedlich, je nachdem, wie gut man getroffen hat, desto eher hat man die Chance, großen Schaden anzurichten. Das heißt, es gibt eine Tabelle, wenn du genau auf den Defense-Wert kommst, 0 hast, dann hast du 2 negative Karten, die du noch extra ziehen musst. Das heißt, ihr zieht 3 Karten und nimmt davon die schlechteste. Wenn du 1 bis 5 Unterschied zum Defense-Wert hast, dann ziehst du 2 Karten und nimmst davon die schlechteste. Und wenn du 6 bis 10 Unterschied hast, dann hast du eine Karte und darfst sie einfach so benutzen. Und wenn du 11 oder mehr hast, dann kriegst du sogar 2 Karten und darfst davon auf jeden Fall die nehmen, die dir am besten gefällt. Das ist zumindest ohne die Modifikation, die Gegner noch auslösen könnten oder die du noch mit Fähigkeiten auslösen könntest. So, ich drücke schon mal die 9 auf den Stapel. Du löst auf jeden Fall schon mal deinen Trigger aus. Dein Trigger ist folgendes. Wenn ihr, meine Spieler haben bestimmte Fähigkeiten mit bestimmten Talenten und Balthasar hat eine bestimmte Fähigkeit, wenn er mit seinen Waffen schießt. Er kann, wenn er eine Ram zieht, und das hat er ja gemacht, kann er einen Trigger auslösen. Und dieser Trigger ist bei dir was? Ich meine, du hättest Critical Strike. Genau, Critical Strike, da steht's, ja. So, Critical Strike macht, dass er auf jeden Fall einen Punkt auf seinen Schaden hinauf addieren kann. Aber jetzt schauen wir erstmal, wie viel Schaden denn dieser Schuss macht. Das heißt, du ziehst jetzt, weil du 5 Punkte Unterschied hattest zu dem Defense-Wert der Marionette, kannst du jetzt 2 Karten ziehen und davon die niedrigste nehmen. Das ist eine 1 und eine 13. Die 13 ist leider weg. Das heißt, bleibt noch die 1 über. Und die 1 bedeutet, dass du schwachen Schaden anrichtest. Die Schadenskategorien bei Malifaux und bei Through the Breach sind in 3 Kategorien. Schwacher, Medium und starker Schaden. Karten von 1 bis 5 sind schwacher Schaden. Von 6 bis 10 sind mittelmäßiger Schaden. Und 11 und höher ist schwerer Schaden. Der schwarze Joker macht überhaupt keinen Schaden. Und der rote Joker macht schweren Schaden und gleichzeitig dazu noch einmal leichten Schaden. Dann guckst du jetzt mal auf dein Waffenprofil. Was machst du denn an schwachem Schaden ohne den Trigger erstmal? 1. Ein Schaden. Nee, 2. 2. 2. Entschuldigung, 2. 2 Schaden durch die Pistolen bei schwachem Schaden plus 1 durch deinen Trigger, weil du hattest eine Ram gezogen. Das heißt, du machst dem Vieh 3 Schadenspunkte. Deine Pistolenkugeln schießen durch den Waggon und es splittert ein bisschen Holz ab. Deine Marionette verliert einen Teil ihrer Strippen und quietscht laut auf. Dann hast du deine zweite Aktion, die du machen kannst. Ja, aber dann würde ich tatsächlich mal schießen. Dann schieß nochmal. Wir wissen ja jetzt, wie es funktioniert. Also so. 2 Karten, weil du mit 2 Pistolen schießt. Mhm. Ja. Oh! Das ist wieder eine Ram. Ich denke mal, du nimmst die 11, ne? Ja. 11 Ram. Plus deinen Wert in Schusswaffen, wie viel hast du? 17 bin ich dann. 17, das heißt, ihr seid 7 auseinander. Bei mir hat sich gerade Wessel ein bisschen aufgehängt. So, jetzt, zack. So, 17 auseinander, also 7 auseinander, das heißt, du hast keinen Modifier mehr für deinen Schadensflip. Mach den Schadensflip einmal, eine Karte ziehen. Mhm.
Das ist schwerer Schaden, weil du eine 12 gezogen hast. Ich denke, hast du auf dieselbe Marionette geschossen? Ja, natürlich. Wenn schon, denn schon. Wenn das jetzt eine niedrige Karte gewesen wäre, hättest du jetzt sogar von deinen Handkarten noch eine reinschmeißen können, die höher ist als das, was du jetzt gezogen hast. Bei einem negativen Flip darf man das nicht. Nur bei normalen und positiven Flip dürfte man sowas machen. Beim Treffen übrigens auch. Also, schwerer Schaden. Was machen deine Pistolen an schwerem Schaden? 4. 4 plus der Trigger, den du ja wieder erreicht hast. 5 Schaden. Das heißt, du kannst jetzt mal kurz beschreiben, wie du diese Marionette zerfetzt. Ja, so die ersten zwei Schüsse immer auf Affekt streuen halt so ein bisschen. Dann macht er einmal diesen hier, dass die Hände einmal schnacken, konzentriert sich nochmal, schießt und dann schlagen zwei Kugeln in den Schädel von der Marionette ein. Ja. Und die Marionette kippt, also die Überreste dieser Marionette kippt einfach so nach hinten. Es macht ein plumpsendes, platschendes Geräusch, als sie auf den Boden aufschlägt. Tja, aber dann sind die anderen beiden Marionetten da dran. Und diese Marionetten werden sich jetzt erstmal bewegen müssen wahrscheinlich. Moment, einmal kurz das Profil wieder aufrufen. So. Die Marionetten haben eine Nuller-Aktion und die heißt Dragging Along. Das heißt, sie können sich 2 Yards auf dich zubewegen, ohne dass sie eine Walk-Action oder sonst irgendwas auserlassen müssen. Das heißt, sie schieben sich beide erstmal die erste, zack, vor dich. Und mit, ja, ihr habt gar nicht gesehen, wie sie sich bewegt hat. Einfach so, als ob sie von irgendetwas gezogen wurde. Jetzt steht sie auf einmal vor Balthasar. Und dann, ja, schlägt diese Marionette mit ihren kleinen hölzernen Fäustchen gegen das Knie von Balthasar gegen. Ich als Feldmaster, ich flippe keine Karten. Meine Kreaturen, die ich auf die Helden loslasse, sind festgeschrieben, was sie in ihrem Wert. Sie schlagen zu mit einem Attackewert. Oh, danke Wretched Egg fürs Kraulen von Koalas. Mit einem Wert von 9. Und was hast du für eine Verteidigung? Was hast du für eine Defense? Erste Seite müsste es stehen. 4. Ja, sie treffen dich also. 9 gegen 4, das sind 5 auseinander. Das heißt, ich mache jetzt wohl mal ein Damage-Flip. Ja. Moment. Wo ist Wessel? Da. Damage flippt, also ja, ohne Modifier. Ich habe keine Handkarten zum Cheaten, also keine Sorge. So, ich mache moderaten Schaden mit der ersten Faust, die dir gegen das Knie schlägt. Aua. Guck ich mal, ob ich einen Trigger sogar besitze. Das wäre ja natürlich extrem gut jetzt für mich. Ich habe einen Trigger, aber leider nicht mit einer Ram. Und moderater Schaden, also mittlerer Schaden, sind 2 bei der Marionette. Das geht dann von Wounds. Genau, du kannst jetzt, wenn du Rüstung hast, kannst du da noch was abziehen? No. Das heißt, ja, du kriegst 2 Schaden. Ja, dann schrei ich wohl mal auf und bin fast tot. Und jetzt kommt noch die zweite Attacke dieser Marionetten, die dich auch trifft. Und wir wissen ja, es ist ein Straight Flip, den wir hier machen. Oh! Eine 13. Das ist schwerer Schaden. Das sind 3 Schaden. Dann bin ich bei minus 1. Dann seht ihr Folgendes. Balthasar kriegt von dieser Marionette die Fäuste gegen die Knie und kippt einmal Pock mit einem großen, lauten Pock nach vorne über. Während die andere Marionette sich krabbelt und krammelt in Richtung Verity über die Lehnen bewegt. Ihr macht das schon.
Als letztes ist Verity dran. Ja, ich würde gern meine Shotgun aus der Tasche holen. Ja. Ist Balthasar so weit aus dem Weg, dass man sich auf den Boden gefallen, ja. Ich denke, dass also, die schlimmere Bedrohung ist das Ding, was gerade auf dich zukrabbelt, als das, was bei Balthasar noch steht. Ja, dann möchte ich gerne auf das Ding, was auf mich zukrabbelt, schießen. Mhm. Dann schieß mal. Eine Karte ziehen, das ist eine 3 ja. Plus deinen Attackewert. Bin ich bei 7. Du bist bei 7. Die haben eine Defense von 10. Das heißt, du würdest nicht treffen. Du kannst aber von deiner Hand Karten benutzen, um das noch zu erhöhen. Also cheaten. Genau. Dann das Schicksal wird betrogen. Der König. Ja, das ist eine 13. Plus dein Wert, den du in deiner Attacke hast, der nochmal was war? 7, also bei 20. 22? 20. 20 nur, okay. Das ist kein Modifier, weil du 10 genau auseinander bist mit der Verteidigung der Marionetten. Und ja, dann flipp mal eine Karte für den Schaden der Shotgun. Und Trigger hattest du nicht, ne? Nee. Das ist eine 5, das heißt, es ist ein schwacher Schaden. Könntest du cheaten, wenn du noch eine hohe Karte hast. Dann machen wir das doch. Der Bube. Da ist doch der Bube. Der Bube bedeutet eine 11. Und eine 11 ist schwerer Schaden. Was macht eine Pumpgun denn mit schwerem Schaden? 4. 4 Schaden. Aber die hat dann noch dieses Peak-Symbol dran im Regelwerk. Also ich glaube, Detonation, was war das? Ah, das ist dieser Explosionspilz, ja? Das heißt, du könntest genau. Jetzt, wenn wir das auf einem Tabletop spielen wollten, könntest du einen 50mm Marker neben diese Figur legen, wo du gerade drauf geschossen hast, und das, was daneben steht, kriegt nochmal schwachen Schaden von deiner Shotgun extra ab. Und wie der Zufall es will, ist die andere Marionette natürlich direkt unter diesem Schadensmarker drunter und kriegt auch nochmal schwachen Schaden ab. Wie viel wäre das? 2. 2. Okay. Dann beschreib mal, wie du die erste Marionette völlig zerfetzt und die zweite schwer beschädigst. Ja, die Pumpgun streut ja auch immer ein bisschen. Von daher, das Schrot zerlegt quasi die erste Marionette und die Splitter zusammen mit dem anderen Schrot zerfetzt auch noch trifft die zweite Marionette auch noch, die sich gerade über unseren Rerion vielleicht mit hermachen möchte. Die erste zerspringt in 1000 Holzsplitter. Und die zweite wird kurz zur Seite gerissen und stößt ein böses Lachen aus, als Elisabeth wieder dran ist mit ihrer Handtasche. Muten. Ja. Genau. Ich ja gesehen habe, dass da wirklich nur rohe Gewalt hilft und ich nicht wirklich eine Waffe habe, die rohe Gewalt auslösen kann und ich jetzt auch nicht die stärkste Person bin, würde ich gerne gewandt von Tisch zu Tisch hüpfen, mir das Kreuz von den Marionetten, womit die halt bedient werden, schnappen und das irgendwo einhaken, dass die wie so ein Hund an der Leine jetzt nur noch geradeaus gegen ihre eigenen Strippen laufen. Genau so. Mhm. Und mich dann wieder verziehen. Ja. Das wäre der Plan. Ja, also du musst einmal hinlaufen für eine Aktion, einmal das Aufnehmen und Einhaken ist nochmal eine Aktion. Das heißt, du stehst jetzt neben dieser Marionette. Ah, okay. Kann ich das Ding oben in der... also Marionetten sind ja nicht schwer an sich. Nee, könntest du hochnehmen. Kann ich das oben in so die Gepäckhalterung machen, dass es hängt wie so eine Pinata? Ja, das könntest du machen mit einem Test auf dein Might. Oh, scheiße.
Das Ding wird sich natürlich wehren dagegen, dass du es nach oben ziehst. Ja, ja klar, das ist logisch. Ich gucke schon mal, was ich für Cheatkarten habe. Ich sag mal, umdrehen. Das ist ziemlich, es wehrt sich ziemlich heftig gegen eine 10, müsstest du anflippen. Wenn ich genau eine 10 habe, reicht das dann? Wenn du genau eine 10 hast, dann reicht das ja. Okay, gut, dann flippe ich jetzt erstmal hier vom Faith Deck. Das ist eine 5. Ich würde aber gerne die Dame, die ja eine 12 darstellt, soweit ich weiß, nutzen. Minus 2 von meinem Might ist eine 10. Okay. Das müsste also reichen. Alles klar. Dann hebst du das Ding auf und dann hängt das oben, oben quasi an der Decke und strampelt wild mit Händen und Füßen. Und ja, der Rerion ist dran, aber ist leider bewusstlos am Boden. Das heißt, die Marionette ist dran und da du noch in Reichweite bist, Elisabeth, kann es noch mit seinen kleinen hölzernen Füßchen nach dir treten. Nein. Aber da sie da oben festhängt, würde ich sagen, kriegt sie eine Erschwernis auf ihren Flip und trifft dich denn... Moment. Falsches Fenster. So. Trifft dich denn eine 4? Ich habe Defense 5, also nicht. Dann tritt es wüst daneben. Und ja, schafft es nicht, dich irgendwie groß zu verletzen. Merkt dann, oh, ich hänge fest und versucht sich jetzt umzudrehen und sich selber zu befreien. Und ja, wäre in der nächsten Runde dann wieder frei. Aber du bist ja vor ihr dran. Aber ja. Verity ist ja auch noch dran. Das Problem an der ganzen Sache jetzt, wenn du jetzt mit der Shotgun auf diese hängende Marionette schießen möchtest, steht Elisabeth leider daneben. Und dann müssten wir zufällig ausflippen, quasi wer getroffen wird, wenn du schießt. Das Kollateralschaden. Dankeschön. Wie war das? Man kann eine Abwartehandlung auch nehmen. Bitte? Man kann auch eine Abwartehandlung nehmen. Ja, du kannst auch eine abwartende Handlung nehmen. Es gibt die Möglichkeit zum Beispiel auch, dich zu fokussieren und richtig zu zielen. Dann bekommst du einen positiven Flip, wenn du attackierst. Du könntest auch hier zum Beispiel eine defensive Haltung einnehmen. Und muss mal gerade gucken, was die nochmal genau macht. Ich glaube, dann kriegst du defensiv. Defense Duels sind plus. Ja, okay. Plus 3 auf die Defense. Bei Defense 3, das heißt, wenn du einmal das machst, hast du Defense 1. Das heißt, du kriegst plus 1 auf die Defense Duels bei dir. Ja. Und ich fürchte, wir haben das gerade bei Balthasar im Kampf falsch gemacht. Wir hätten flippen müssen für die Defense, wenn ich mich nicht irre. Ja. Deswegen sehe ich das gerade mal nicht so eng, dass der eigentlich minus 1 hat. So, aber entscheide mal kurz, was du machen möchtest mit dieser Marionette. Oder ja, ich würde dann eigentlich gerne zielen und mich bereithalten, dass bald Elisabeth aus dem Schussfeld ist. Schießen kann. Wenn das geht. Okay. Sobald Elisabeth Rau heißt das, du machst eine Fokusaktion. Ja. Fokus. Das bedeutet. Wo haben wir es? Fokus. Conditions. Fokus. Du kriegst. Pro Fokus kriegst du einen Plus-Flip. Das heißt, wenn du jetzt deine ganze Aktion alle aufgibst,
Dann erhältst du plus 2 beim nächsten Mal auf den Flip. Dann machen wir das doch. Ja, das gilt allerdings nur, bis du das nächste Mal eine andere Aktion machst. Jo. Moment, stopp, ich gucke mal, finden das End Focus Condition. Okay, nee, der Fokus endet am Ende deiner Aktivierung. Das heißt, du kannst sie nicht in die nächste Runde mit rüber retten. Das heißt, du müsstest einmal zielen und jetzt schießen, wenn du jetzt schießen wolltest. Oder halt dann nichts machen. Oder noch den Defensiven kannst du natürlich auch noch machen. Ja, dann mache ich dann die Fans. Until the start of the character's next turn. Ja, okay. Läuft. Gut, dann ist Elisabeth wieder dran. Ja, Elisabeth hat gerade realisiert, dass man auch eigentlich hätte warten können, bis die zweite Shotgun fällt. Aber dann ja, sich aus der Schussbahn zurückzieht, am besten irgendwie hinter die nächstbeste Stuhllehne, beziehungsweise einfach wieder an ihre Ursprungsposition zurück, streckt der Puppe noch die Zunge raus und wartet, bis ja, bis der Shotgun-Schuss kommt. Okay. Normalerweise, wenn du dich aus dem Nahkampf zurückziehst, kriegst du eine Art Disengaging Strike. Das heißt, Ah, so ein Passierschlag. die Puppe könnte dich angreifen. Und wenn sie dich dann trifft und dir Schaden macht, dann zwingt sie dich quasi im Nahkampf zu bleiben. Ah, kann Aber ich da die irgendwie Puppe gerade damit sowas? beschäftigt ist, sich von ihren Strings zu befreien, dass du sie aufgehängt hast, lasse ich dir das mal durch. Okay, weil gibt es Ist ja. ansonsten sowas wie ein Disengage-Move, wo ich das nicht kriege, diesen Passierschlag? Den gibt es eigentlich, soweit ich weiß, nicht. Es gibt halt Möglichkeiten, sich wie die Puppe eben auch durch bestimmte Aktionen halt zu so bewegen, aber wenn du keine davon hast. Dann im Normalfall Ja, kannst du okay. das nicht. Dann. Gibt zum Beispiel Zauber oder so, die könnten das durchaus möglich machen. Gut. Das heißt, das nächste Mal wäre jetzt dann die Puppe dran, die sich befreit hat mit ihrer Nuller-Aktion, weil sie pusht sie sich wieder zu Elisabeth. Und schlägt mit einer Aktion mit ihren kleinen Fäustchen auf Elisabeth ein, hat eine Attacke von 9 und jetzt machen wir es mal richtig. Die Defense müssten wir jetzt flippen. Was hast du für eine Defense? 5. 5. Das Ja. heißt, du flippst jetzt eine Karte und musst über die 9 kommen. So geht's richtig, Rerion, ne? Ja, also das sollte ich geschafft haben. Locker geschafft, ja. Ich will noch mal Vielleicht auch kurz bei anmerken, Bewusstsein. dass ich ein Walkspeed von 6 habe, in der Hoffnung, dass die Puppe gar nicht hinterherkommen kann. Ja, die Frage ist halt auch, wo man mit 6 in dem Waggon halt überall hinlaufen kann, ne? Also das ist halt Ja, auch klar. so eine Sache. Gut. Die Puppe war ja eben noch irgendwie mit den Fäden am Gange. Das heißt, sie hat die Condition Slow. Das heißt, sie hat einen Aktionspunkt weniger pro Runde, weil sie eben festgehalten war. Und deswegen ist Verity jetzt schon dran. Ist sie jetzt im Nahkampf? Ja, oder? Ja, dann lassen wir das lieber mal. Du hast Angst, dass du ihn triffst. Ja. Du kannst, wenn du eine niedrige Karte auf der Hand hast, auch dann runtercheaten den Schaden. Ja, ich habe eine sehr niedrige Karte. Wir könnten es probieren. No risk, no fun. Ja, komm, ich meine, what could possibly go wrong? Das hat sich am Montag auch der Bogenschütze gedacht in unserer Runde. Ich habe es mitbekommen, von daher. Ja. Aber lass es uns probieren. Dann flippt man Gut. eine Karte, die Puppe flippt automatisch eine 5. Eine 7. Eine 7. Das heißt, ja, du Ich triffst. wäre bei 11, würde treffen. Nee, das ist ja erstmal zum Rauskriegen, wen du Ah. triffst. Das heißt, du triffst den, den du möchtest, also die Puppe. Jetzt ist der Angriff.
Kannst ja vorher noch mal, kannst die erste Aktion dann noch mal fürs Fokus benutzen. Dann wäre das jetzt nur ein Schuss. Also eine Karte. Zwei, also wenn du gefokust hast, zwei Karten. Und okay. Genau. Perfekt. Das ist eine 11. Eine 11 und eine 4 sind 15. 15, das trifft auch gegen die 10. Sind 5 auseinander. Es wäre ein negativer Flip. Für den Schaden. Also 2 und die... Und die niedrige nehmen, genau. Ich gucke gerade nochmal, ob das durch den Fokus irgendwie ein Ohr behakt wird. For each value of the condition. For the action, for each value. Ne, okay, nur Action, nicht Damage. Okay. Also einmal negative zwei. Flip. Zwei, die niedrige nehmen. Das ist schwacher Schaden von der Shotgun gegen die Puppe. Zwei Schaden und das reicht genau, um die Puppe zu töten. Und sehr schön. Ja. Die Schrotladung zischt an Elisabeth vorbei und ja, zerfetzt die letzte Marionette, die mit einem letzten auf den Boden aufschlägt. Und man hört ein leises mein Kopf von, nein, mein Knie von Balthasar. Und die Dramatic Time endet. Ja, Elisabeth steht da so mehr oder weniger auf einem Bein, die Arme so verteidigend zur Seite gehoben, wo gerade die Puppe neben ihr explodiert ist. Mhm. Das war ganz schön knapp, das weißt du, oder? No risk, no fun. Tut mir leid. Ja, hast auch wieder recht. Was ist denn mit unserem Bodyguard? Dem kann ich eventuell helfen. Ich hätte nur geschwind noch eine Frage. Wir können doch jetzt das Twist-Deck uns neue Handkarten ziehen, theoretisch, oder? Moment, ich gucke gerade nochmal. Ich meine schon, dass es jetzt oder gleich ist. Moment. End of Dramatic Time. Genau, dann dürft ihr jetzt beliebig viele Karten von eurer Hand wegschmeißen und dann auf Handkartenhöhe wieder aufziehen. Also auf 3. Gut. Ich glaube, ich speise keine weg. Das ist eine ganz schöne Auswahl, die ich hier habe. Das bedeutet aber auch, dass bald die schlechte Auswahl kommt. Ja. Na, auf den Namen. Ja, ich laufe dann mal rüber zu unserem Revolverhelden. Beugt mich so über ihn. Ja, ganz nach dem Motto, ich kann eine Kugel abfangen. Einmal. Ich habe keine Medizin, ja, ich kann da nichts tun. Ich bin mir sicher, der wäre nicht so zu Boden gegangen, wenn wir das vernünftig gespielt hätten. Aber es war ganz schön, ich fand die Szene ganz, ganz witzig mit der Marionette, die mit der Faust gegens Knie schlägt und da vorne übergibt. Das nächste Mal, wenn du zu Boden gehst, nach vorne, dass du sie mit erschlägst. Ja. So fett bin ich noch wieder nicht. Ja, das kann man ja noch ändern. Also ich kann versuchen zu helfen. Dann lasse ich dir den Vortritt. Ich glaube, meine Kniescheibe ist rausgesprungen. Böse Puppe. Ja, also ich hätte Doktor. Das heißt, Fate Deck. Ich kann das auch nicht. Oder? Genau. Du kannst einen Healing-Flip machen. Das ist einfach eine Karte. Oder was hast du? Du hast einen Skill, der das kann, oder was, Doktor? Ja, Doktor. Moment, muss ich gerade mal gucken, wie der beschrieben ist. Der ist bei Academic. Ja. Against the TN of 5. Okay.
Moment, wo haben wir es? Ich muss auch gerade mal lesen, damit ich es auch irgendwie gesehen habe. Mhm. Academic Engineering, Mathematics, Story, Music. Also bei Academic ist er nicht. Expertise. Ah, bei Expertise. Sorry. Okay. Genau, einmal verdoktern. Ja, mit TM5, ja. Das solltest du ohne Probleme geschafft haben. Eins kommt dazu. Mhm. Also 13. Moment. Heals one damage plus one additional damage per margin of the success. Das heißt, du hast eine 13 plus da. Was hast du im Doctor Value? Also was hast du insgesamt? 12 plus 1, 13. Sind 13 und du musstest gegen die 5 ankämpfen. Das heißt, du hast Margin von 1 dann, oder? Der Margin sind immer 5. Genau. Once per hour kannst du das machen. Genau, du kriegst dann 2 Schadenspunkte geheilt. Ja. Vielen Dank, es fühlt sich schon viel besser an. Ich glaube, ich kann wieder tanzen. Vielleicht solltet ihr es nicht gleich übertreiben. Aber gerne doch. Naja, das ist ja toll. Dann können wir ja den Rest des Waggons erkunden und hoffen, dass noch mehr Kisten rumstehen. Mit noch mehr Marionetten. Also das nächste Mal, wenn ein alter Mann mit einer riesigen Kiste an uns vorbeiläuft, stellen wir ein Bein mit. Also da bin ich zumindest für. Da, sonst noch irgendwelche Gegenstände, die zum Leben erwachen in diesem Waggon? Bis jetzt nicht. Halten wir an der Idee fest, den nächsten Waggon zu erkunden oder nicht? Ja. Hier bleiben bringt vermutlich nicht wirklich viel. Also ich lade mal schnell nach. Mhm. Ja, nachladen. Als ihr gerade irgendwie noch beratschlagt, irgendwie wohin es denn jetzt gehen soll, was ihr als nächstes unternehmen wollt, hört ihr von hinter euch aus dem letzten Waggon einen Mann, der einen langen, verzerrten Schrei von sich gibt. Einen männlichen Schrei. Und dann einen dumpfen Aufschlag. Mit Shotgun in der Hand in die Richtung drehen, definitiv. Ja! Ohne Shotgun. Wenn ihr das bekämpfen wollt, ich gehe den Waggon vorne und ich laufe in Richtung vorderer Waggon und gucke, wie es da weitergeht. Also wenn uns schon Marionetten verprügeln, dann habe ich keine Lust auf einen riesigen, metallenen Roboter. Tja. Welty geht vor oder geht Balthasar vor? Ich bin jetzt vermutlich gar nicht mal so schnell. Ich würde normalerweise vorgehen, aber ich spiele jetzt mal aus, dass ich ein bisschen rum. Okay, Verity geht vor und steht an der Tür des Waggons. Ja, ist wie bei alten Zügen halt, dass man so einen kleinen Vorbau hinten vor dem Waggon hat, eine Tür aufmachen muss, auf den Vorbau geht, auf den Vorbau des nächsten Waggons, dann wieder eine Tür aufmachen muss und so weiter. Also stehst du erstmal vor der Tür deines eigenen Waggons. Ist da ein Fenster drin, wo man. Da kann man durchgucken. Oder da ist ja, so. Du siehst halt von draußen den Vorbau und. Schönes blaues. Wie ist das? Schönes blaues Licht alles? Mhm. Ich würde gerne einmal kurz den Zeigefinger erheben. Du läufst in die andere Richtung. Also, ja, aber als ich so davor stehe und realisiere, Moment, das sind so. Waggon-Balkons. Also da hat irgendjemand mit Bolzen die Fenster zugemacht. Das ist jetzt eine gute Idee, die Tür zu öffnen. Ich meine, wie hast du es so schön gesagt? No risk, no fun. Und ich mach mal meine Tür auf.
Du machst deine Tür auf, es macht ein zischendes Geräusch, aber ja, zuerst erwartest du Dekompression, aber es ist ganz normal, du kannst weiter atmen. Okay, gut. Ich hole noch kurz meinen Mantel, weil das ist eine Rüstung, habe ich gerade festgestellt. kann man mal gebrauchen. Das heißt, Verity kann auch wahrscheinlich gefahrlos die Tür öffnen. Ich werde das mal ganz vorsichtig machen. Ich gebe dann Deckung. Das Gefühl, draußen in auf dieser Plattform zu stehen, ist sehr eigenartig. Du fühlst so einen Druck, irgendwie, der irgendwie dir so gegen die Schläfen pocht. Irgendwie ist es so, als wenn du in einem leeren, vielleicht kann man es ein bisschen vergleichen damit, wenn man taucht, irgendwie so dieses so ein bisschen schwerelose Gefühl, wo aber trotzdem so eine Art Druck auf den Körper drauf drückt. Und ja, kannst durch die Tür des nächsten Waggons, der hat so ein kleines Sichtfenster, kannst du durchsehen und siehst in einer mehrheitlich leeren Waggon. Allerdings ist im hinteren Teil dieses Waggons jemand angekettet, mit beiden Händen an den Seiten angekettet. Ein Mann mit glatzköpfigem Gesicht, einer großen Wunde an der Seite der Stirn und einer Tätowierung kurz über dem Auge vom anderen Auge. Und das Allergruseligste ist, seine Augen leuchten in diesem blau-silberfarbenen Licht, was euch umgibt. Ich würde mal Platz machen, damit Balthasar an mir vorbei oder mir über die Schulter gucken kann, so. Sehen Sie das auch? Ja, mir ist klar und deutlich. Vor dieser Person auf dem Gang, also die Person ist quasi auf so einem Sitz quasi mit den beiden Händen nach hinten irgendwie angekettet. Im Gang liegt eine Person auf dem Bauch, die ein bisschen danach aussieht, als hätte man sie durch ein Feuer gezogen. Also verkokelt, schwarze Kruste liegt über der Kleidung, die noch nicht ganz irgendwie, es dampft leicht. Und man kann es noch erkennen, es ist ja ein Gildenoffizier. Der am Boden liegt, nicht der Angekettete. Der Angekettete hat Sträflingsklamotten an. Ich würde mich mal umdrehen und Elisabeth zurufen, was sie denn bei sich sieht. Ja, was sieht denn Elisabeth bei sich? Du siehst einen leeren Waggon vor dir. Mit Gepäck. Mit Gepäck. Ja, um wie viel Geld bin ich denn reicher, nachdem ich einmal durchgelaufen bin? Durch diesen Waggon durch kannst du dir nochmal 5 Gild Stripes aufschreiben. Wie viel habe ich aus der ersten Handtasche gehabt? Ein. Oh, schön. Dann habe ich ja jetzt insgesamt 7 wieder. Ja, nichts Besonderes. Zumindest keine Puppen, die aufstehen. Oder irgendwelche Leute. Ich gucke gerade noch, ob ich mich irgendwie bewaffnen kann. Finde ich noch eine Waffe? Du findest in so einem Koffer findest du so einen kleinen Lady Colt. Ach, der ist schön. Den hätte ich gerne mitgenommen. Mhm. Gut. Und dann laufe ich zurück zu den anderen. Muss man gerade gucken, wo der in dem im Equipment ist. Sowas gibt es auf jeden Fall. Ich muss mal gerade gucken, wo. Ranged. Pistols. Genau, Backheel and Doyle Pocket Revolver. Also D&B Pocket, der heißt 6 Zoll Reichweite, macht 2-3-3 Schaden, hat 4 Schuss und der Reload kostet 2 Action Points und du kannst ihn sehr gut verstecken und der kostet 7 Stripes. Brauchst einen Skill von 2, um den abzufeuern. Ein Skill von 2, um den abzufeuern? Mhm. Hab ich sowas. Das lerne ich vielleicht noch. Irgendwann vielleicht, ja. Gut. Und das muss dann Pistols sein, ne? Ja. Okay, das habe ich nicht.
Gut, dann ja, wieder zurück zu der anderen Tür. Ob Balthasar und Verity sich jetzt mit so einem fragenden Blick gegenseitig anschauen wahrscheinlich. Hallo, Mister? Ich brauche einfach mal so quer rüber. Ja, man merkt so, dass er diese Gestalt das hört. Du seht auch, dass dieses Licht in den Augen so langsam erlischt. Und hallo! Ist da jemand? Was ist passiert? Weiß ich nicht. Ich bin keine gute alleine. Antwort. Alle anderen sind weg. Das ist jetzt gerade keine gute Antwort, Sir. Hä? Ich deute mal so mit dem Kopf auf die verkohlte Leiche. Ja, der sieht dich nicht, du stehst ja noch hinter der Tür. Ach so. Okay. Guckst nur durch so ein kleines, ja. So einen kleinen Sehschlitz durch. Was soll schon passieren? Miss, wären Sie so freundlich, die Tür einmal zu öffnen? Wenn Sie meinen, dass es eine gute Idee ist. Nein. Nein. Ich probiere, die Tür zu öffnen. Die Tür ist merkwürdigerweise auch gar nicht wirklich richtig verschlossen. Du kannst sie ohne Probleme öffnen. Oh, eine Lady! Ich gehe ganz das? Schnell. Oh, da ist ja noch ein Mann. Okay. Sie seid ja. Zu zweit. Schnell, macht mich frei. So mit dem Revolver noch. Hey, was soll das? Ich deute dann mal mit einem Revolver nach unten. Ja, der hat mich angegriffen. Ich habe mich nur verteidigt. In Handschellen. Deutet so auf seine Platzwunde am Kopf. Wie haben Sie sich verteidigt? Ich weiß nicht. Ich wollte ihn eigentlich schlagen. Und dann ist er auf einmal umgekippt. Ich versuche ihn mal einzuschätzen, ob er anlügt. Ja, dann mach doch mal einen Scrutiny. Das wollte ich schon immer mal würfeln. Und zwar gegen die... Wo haben wir das denn? Gegen die 8. Eieiei. Dann ziehe ich mal eine Karte, oder? Mhm. Warte mal, war das irgendeine Farbe zugeteilt? Nein. Okay. Yep, dann ziehe ich mal eine Karte. Oh, super. Plus kann ich das? 5. Das sind 6, das reicht nicht für die 8. Das heißt, du müsstest. Kann ich das cheaten? Ja, du könntest das Schicksal wieder mal betrügen mit deinem. Ja. Karten. Das würde ich dann. Tatsächlich nicht. Das würde ich dann tun. Mit einer. 8. 8. Ja, das reicht. Locker. Dann komme ich auf eine wunderbare 13. Ja, also dir kommt der Mann nicht sonderlich vertrauenswürdig vor. Der ist aber gefesselt noch, mhm. Ja, ne? Ja. Mister, ich glaube, Sie sollten jetzt direkt auspacken, sonst ist das nächste, was Sie abbekommen, 2 Kugeln, und zwar in jedes Auge eine. Ey Mann, ich kann doch nichts dafür, dass... Verarschen Sie mich nicht. Entschuldigung, Miss. Ich weiß nicht, was mit dem passiert ist. Ich habe sowas vorher noch nie geschafft. Komm schon, die anderen sind verschwunden alle. Ich weiß gar auch nicht, was los ist. Macht mich los. Vielleicht kann ich helfen. Naja, aber Sie sind ja noch hier, genauso wie wir. Und daher würde ich jetzt davon ausgehen, dass wir uns nicht weiter in Gefahr befinden. Heißt das, ihr lasst mich jetzt hier verrecken, oder was?
Da mir der Typ nicht vertrauenswürdig vorkommt, Mist, ich traue dem kein Stück. Ich traue dem nur so weit, wie ich den werfen könnte. Und das ist verdammt nochmal nicht weit. Das behagt mir auch nicht, einen gefesselten Mann zu erschießen. Stadtwache, mach die Tür wieder zu. Hey Mann, wisst ihr, was die mit einem machen wie mir? In die Minen komme ich. In die Minen, wisst ihr, was das bedeutet? Und dann fällt die Tür ins Schloss. Was ist denn da hinten für ein Lärm? Nun, wir haben eine neue Bekanntschaft gemacht. Ich nenne ihn Mr. Blue Eyes. Ah, und ist Mr. Blue Eyes jetzt in unserem Team, oder habt ihr den im anderen Waggon versauern lassen? Ich glaube, es ist ganz gut, wenn er dort bleibt. Der scheint über irgendwelche seltsamen Fähigkeiten zu verfügen, die Leute in Flammen aufgehen. Naja, ist praktisch, wenn man gegen gehölzerne Puppen kämpft. Meinst du nicht auch? Gibt einen sehr bösen Blick. Da hat Elisabeth aber nicht so ganz Unrecht. Und vielleicht ist es besser, ihn vor uns zu haben, wie in unserem Rücken. Wenn ich jetzt so dran denke, wie wir den Toten aufgefunden haben. Ich will übrigens kurz anmerken, ich kann die Waffe benutzen. Der Skill, was dahinter steht, ist der Skill, den man braucht, um sie zu craften. Ah, okay. Genau. Hast du mal nachgelesen. Ja, genau, das. So. Ist Mr. Blue Eyes auf freiem Fuß oder. Ach, der ist im Gefängniswaggon. Mhm. Und ich halte ihn nicht für vertrauenswürdig. Leute. Die im Gefängnis sitzen. Ja, klar. Also sie sind ein bisschen unvorsichtig, sie haben sich erwischen lassen, aber. Mörder und Viehdiebe ebenfalls. War die auch unvorsichtig? Naja, wenn sie erwischt wurden, waren sie unvorsichtig. Oder nicht gut in ihrem Job. Oder das. Aber ich meine, du wurdest ja zum Glück auch nicht erwischt, wie du nicht deinen Job gemacht hast. So wie du das rübergebracht hast. Ich laufe schon mal langsam hinter Richtung Deckung. Ich weiß nämlich, dass der schnell ist. Trotzdem gibt es doch wohl feine Unterschiede zwischen ich klau was, weil ich halb am und ich lege jemanden um, weil mir seine Nase nicht passt. Ja, das ist natürlich auch wieder wahr, aber das muss schon eine echt hässliche Nase gewesen sein. Du hast gesagt blaue Augen? So blau wie das Leuchten dort draußen. Naja, vielleicht kann aber man uns hier rausbringen. Nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Ach, jetzt nicht mehr. Ich red mal mit dem und ich laufe Richtung von diesem Balkon. Ich gehe hinterher. Wir gehen alle drei. Wir kommen wieder rein. Er sitzt mir jetzt irgendwie relativ, also so lässig wie er kann, mit übergeschlagenem Bein jetzt auf dieser Holzbank. Ah, kommt ihr doch wieder, hä? Ihr hättet sagen können, dass er aussieht wie Quasimodo. Ja, was soll das denn heißen? Hast du dich mal angesehen? Tut mir leid, Lady, wenn ich ihren Schönheitsidealen nicht entspreche. Naja, okay, also du hast blaue Augen, richtig? Also zumindest leuchten die ab und zu blau. Braune Augen. Aber manchmal leuchten die blau, oder machst du tolle Dinge mit Feuer? Nein. Warum liegt hier deine verbrannte Leiche? Das weiß ich nicht. Ich habe so ein Aha klar gesehen. Wenn du es nicht warst, wer war es denn dann? Das weiß ich auch nicht. Vielleicht ihr. So viel dazu. Sehe ich aus, als hätte ich ein Feuerzeug dabei? Sehe ich dazu aus, als hätte ich ein Feuerzeug dabei? Na, du hast anscheinend blau leuchtende Augen ab und zu. Wird der gerade wütend? Ein bisschen. Dann versuche ich mal aus seiner direkten Sichtlinie so ein bisschen rauszulaufen an die Seite. Wie schätze ich den denn ein? Mach auch mal gegen die 8 ein Scrutiny.
Ein Scrutiny? Mhm. Das ist wahrscheinlich meine einzige Chance, beim Poker nicht über den Tisch gezogen zu werden mit dir. Jetzt ist, glaube ich, bei mir Vessel abgestürzt. Nein, jetzt ist wieder da. Genau. Dann habe ich bei Scrutiny eine 17. Ich habe es nicht gesehen, was du gezogen hast. Moment. Jetzt bin ich rausgeflogen. Nee, alles klar. Und 13. Mhm. Ja, dann hast du es geschafft und dann, ja, du schätzt ihn so ein, dass der wirklich nicht weiß, was da passiert ist mit dem Mann. Aber allerdings selbst hast du das Gefühl, so, ja, das ist ein Sträfling, also. Ja. Okay, fragen wir mal so rum. Warum sitzt du in diesem Waggon? Wer will das wissen? Elizabeth Lind. Also ich. Hat mich erwischt. Ich war gesucht. Für was? Ich habe ein paar Sachen geklaut. Drüben in Europa. Und dann bist du hierher gekommen und hier hat man dich erwischt. Mhm. Die suchen Leute, die aus Europa rüber nach Amerika kommen, noch in Amerika? Die Gilde. Ist das ein Ding? Die Gilde, ist überall auf der Erde vertreten. Ja, ja, okay, gut. Ich habe jetzt an das heutige Westen gedacht, wo ich mir dachte, also was ist das heutige, sondern das ehemalige? Es gab quasi eine Art Weltkrieg und die Gilde hat den quasi befriedet. Und seitdem sind alle Regierungen so unter der Fuchtel der Gilde. Ah, okay. Und dann, ja, dann ist das logisch. Ja. Leute, er hat ja nur was geklaut und unter Umständen einen Menschen in Flammen aufgehen lassen, aber haben wir was Besseres zu tun hier? Also, ich habe ihn lieber da, wo ich ihn sehen kann. Also vor mir. Ja gut, dafür müsst ihr von der Wand aufstehen. Ist der mit Ding, mit so Handschellen gefesselt oder mit, so Ding? Mit so Ketten, okay. Ich würde mal gucken, ob die Ketten, nachdem diese Tür schon komischerweise nicht verschlossen war, sind die Ketten noch richtig fest? Bei ihm? Ja. Ja. Ich guck mal kurz, ob die Ding, die verbrannte Leiche Schlüssel dabei hat. Ja, hat sie. Ah, cool. Dann schnappe ich mir mal die Schlüssel, marschiere darüber und schließe eine Handschelle auf erstmal. Ist das so ein muskulöser Mann. Schrank Frau, oder? Miss. Ach schon, klar, großer. Und dann mache ich auch noch die andere Handschelle. Caesar, kannst du sagen. Caesar. Amanti. Okay, Caesar. So wie der Salat. Genau. Was auch immer du sagst, Schätzchen. Gut, dann lauf mal vor. Wir wollen dich ja vor uns haben und nicht in unserem Rücken. Machst du ganz frei, ja? Ja. Sonst muss er ja da bleiben, weil. Ja. Ja, gut, dann läuft er vor. Wo soll ich denn hin? Ja, wir waren doch nicht ganz vorne in der Lokomotive, oder? Vielleicht gibt's da ja noch was Tolles. Und ja, dann. Ist ja wirklich keiner die mehr im Zug? Eine Richtung. Guckt sich so um in den Waggon und sieht dann naja, die außer kaputten Marionetten. Was ist denn hier passiert? Naja, das waren Marionetten, die sind aufgestanden, haben ihm ordentlich gegen die Kniescheibe gehauen und sind dann tot umgefallen, weil Schrotflintenmunition. Wo gehobelt wird, fallen Späne. Ah, und ihr sagt, ich wäre komisch, hä? Naja, im Vergleich zu den Marionetten nicht so sehr. Selbes Level, komisch. Ja, dann geht ihr bis nach vorne durch. Also in keinem der weiteren Waggons befinden sich Personen. Bis nach vorne zur Zugmaschine. Und in der Tat könnt ihr hier feststellen, dass ihr auch keinen Rauch oder so wahrnehmt, keinen Dampf. Die Maschine scheint irgendwie still zu stehen. Und als ihr quasi auf dem Podest steht und es übergeht zur Lokomotive, wird
eure Aufmerksamkeit nochmal ein klein wenig abgelenkt, denn es gibt ein großes Raunen, das irgendwie so, weil ich steht ja in diesem bedrückenden Nichts, ja, zwischen dem beiden, zwischen der Maschine und dem Waggon. Wie sich das anfühlt, hat ja eben schon mal beschrieben. Und dann hört ihr dieses Raunen, das sich irgendwie ja fast schon wie so eine Schallwelle irgendwie bemerkbar macht, irgendwie physisch bemerkbar macht, als ob da irgendwie jemand irgendwie einen Schallstoß gegen euch irgendwie gesendet hat. Und ihr blickt euch genau in diese Richtung um und seht in weiter Ferne noch, aber definitiv schon erkennbar, einen großen Schatten, der ein bisschen aussieht wie eine schwarze Wolke, die in diesem silbrigen Blau drin ist, und diese Wolke wird langsam, aber sicher näher kommen und größer werden in eurem Blick. Und man sieht, dass in der Wolke große Zähne sind und aus der Wolke Tentakel herausbrechen. Ich würde gerne mal das ist ja so eine Dampflokomotive. Mhm. Ich würde gerne mal so ein Stück Kohle nehmen, was da bestimmt irgendwo rumliegt. Ja. Und aus der Lokomotive in den Nebel fallen lassen und gucken, ob da sowas wie ein Boden existiert. Ja, es ist ja kein Nebel, es ist ja dieses blaue Licht einfach. Ja, dieses Wabern, ob da irgendwie sowas wie ein Boden existiert oder ob das Ding jetzt einfach geradeaus nach unten fällt. Fällt einfach nach unten. Also kein Boden, auf den ich springen kann und weglaufen kann. Ach, schade. Da guckt mich nicht mich so an. Also entweder schießen wir da jetzt drauf oder wir warten, bis es uns auffrisst. Wie groß schätze ich das ein? Es ist noch weit weg, aber es wird langsam größer, und wenn du es so abschätzt, wenn es euch erreicht, ist es bestimmt so groß wie 4 Häuser. Ich guck mal auf meine Pistole. Also riesig. Also ich glaube nicht, dass da unsere Waffen viel ausrichten. Also, da wir nicht zurück können. Vollgas. Sagen wir es mal so. Die Marionetten waren auch viel kleiner als wir und trotzdem haben sie ordentlich Schaden angerichtet. Ich habe nicht so viel Geld für das Ticket bezahlt, um dann nicht nach Malifaux zu kommen. Also Vollgas. Ja. Kann Ellie jemand eine Lokomotive fahren? Miss Ellie? Ja. Zur allgemeinen Heiterkeit würde ich sehr begrüßen, nicht immer in der Wunde herumzustochern. Ist ja nur eine Brennung, jetzt richtig ab. Nochmal zur Frage zurückzukehren. Kann jemand von uns eine Lokomotive fahren? Was bräuchte man denn dafür? Tja. Also der Caesar guckt dich auch irgendwie an, so, ne? Keine Ahnung. Ihr könnt euch das Ding ja mal anschauen. Oh Gott. Und das wird mit einem sogenannten, also um die Maschine wieder in Gang zu setzen und zu verstehen, wie sie funktioniert und dann wieder in Gang zu setzen, braucht man einen sogenannte Ongoing Challenge. Das heißt, ihr müsst quasi Erfolge ansammeln, um erstmal das Ding zu verstehen und dann das Ding wieder in Gang zu setzen. Das Problem dabei ist, ihr seid zu dritt und ihr braucht 6 Erfolge dafür, damit das funktioniert. Und sobald ihr 3 Misserfolge angesammelt habt, dann wird das nicht mehr funktionieren. Auf was sammeln wir denn diese Erfolge an? Ihr könnt es auf verschiedene Weise machen. Also ihr könntet probieren, einfach mit Athletik zum Beispiel versuchen, an den Hebeln zu ziehen und das Feuer anzufachen oder generell irgendwie kräftige Aktionen zu machen. Du kannst versuchen, mit Engineering irgendwie zu verstehen, wie die Maschine funktioniert und welche Knöpfe du zu drücken hast. Du könntest auch versuchen, mit Sorcery, wenn du das hast, irgendwie versucht, Feuer zu machen oder so. Oder einfach nur mit Intellekt das zu verstehen, das, die Maschine. Ich habe Kunst. Wirkt das irgendwie ästhetisch auf mich? Die Maschine? Das ist ja eine sehr schöne Zugmaschine. Okay. da ich absolut... Acrobatics könnte ich anbieten. Ihr
Ihr könntet auch Blacksmithing auch noch irgendwie so versuchen, irgendwie, falls ihr das habt. Ich muss jetzt gerade mal gucken, was das ist. Acrobatics habe ich. Ich könnte Bedienungsanleitung lesen. Tja, wenn da eine wäre. Was war denn das nochmal? Ich könnte auch gucken, was ihr an Skills habt und mir was anbieten. Hat der Elisabeth ja auch gerade gemacht, aber. Ja, ich guck gerade. Kunst ist jetzt irgendwie nicht so hilfreich hier. Ich sag, deswegen sage ich ja, Acrobatics wäre total toll. Ich hab Gambling. Nee. Also random an Hebeln ziehen und hoffen, dass es funktioniert. Ich könnte den total geilen Zickzack Kohle rein. Kohle rein, was? Du hast gerade Kohle reinwerfen und das ist total stylisch. Also ich könnte Homesteading anbieten. Das ist zumindest irgendwie was konstruieren und so. Construct Buildings, ja. Ja, ist jetzt eher nicht irgendwie was herzustellen, sondern eher ja um was irgendwie zu. Vielleicht um das Feuer anzumachen. Ich sag mal, ein Homesteading gönne ich dir. Wenn ihr das alles nicht habt, mal geht halt Athletics ohne euren Athletics-Wert. Also dann einfach nur auf Might, ne? Das geht auf Might oder auf Grace, ich weiß nicht. Da gehe ich lieber Intellekt, da habe ich nur minus 1 und nicht minus 2. Mhm. Und ihr müsst einen Test gegen die 8 schaffen. Ich hab was war das jetzt? Athletics? Athletics, Engineering, Sorcery, Intellect, Might würde ich anbieten. Wo steht denn Athletics? Ich würde einmal auf Intellect ziehen. Ah, da, okay. Mache ich jetzt einfach mal. Okay, einmal Intellect. Einmal öffnen die Karte bitte. Eine 8. Also es ist eine 8, ich krieg minus 1, damit wäre es nicht geschafft. Ich würde aber gerne einmal einen Buben benutzen, dann habe ich eine 10. Dann reicht das, dann habt ihr euren ersten Erfolg angesammelt. Dann müsste ich es auch über Malt machen, weil da habe ich nur minus 2, bei Intellekt habe ich 3. Okay. Jetzt dränge ich mich einfach mal vor, so. Dann ziehe ich mal. Ganz galant, wie er ist. Hey! 4 minus 2 reicht nicht. Dann würde ich cheaten. Das reicht, ja. Mit einer 13, ja. Zweiter Erfolg. Dann würde ich einmal mit Homesteading probieren. Mhm. Wir sind Helden. 2, ich habe eine 2 drin, also 4, was brauchen wir, 10? 8. 8, ja gut, dann haben wir 10. Mhm. Okay, der dritte Erfolg. Na, läuft doch. Jetzt habe ich zwar fast keine Karten mehr, aber was soll's. Ich habe jetzt noch 2. Ja, dann... 3 Stück braucht er noch. 3 brauchen wir doch. Mhm. Ja. Also prinzipiell jeder noch einmal ziehen. Mhm. Oh, ich zieh mal. Oh Gott. Ich habe so Angst. Also ich hätte eine 0. Ich würde aber gerne eine 10 nutzen. Damit wäre ich bei 8 und 8 reicht ja, ne? 8 reicht, ja. Vierter Erfolg. Oh Gott. Ich mach den Rest. Willst du zuerst oder soll ich? Mach du. 6. Dann würde ich die letzte Karte einsetzen. Welche? Den Buben. Das ist eine 11. Ja, dann schaffst du auch diesen. Heißt, du brauchst noch einen Erfolg. Alles hängt. Und ich habe keine Karten mehr. Eine 10. Und ich habe Might oder Intellect minus 2 beides. Also das Land. Reicht. Das reicht. Boah. Ich stelle mir das gerade so vor, wir stehen da alle. Okay, also das Ventil ist richtig, das ist richtig eingestellt, das ist richtig, das ist. Was fehlt noch? Ach, Feuer machen! Ja, ja, ja. Warum geht dieses Scheißding nicht? Tritt mal dagegen. So. Und es geht an. Athletics. Ja, mit einem Stottern und mit einem tiefen Röhren wird die Maschine sich wieder in Gang setzen. Und
Ja, der Zug wird wieder etwas Dampf fabrizieren, der um euch herum ein zischendes Geräusch von sich gibt. Und dann habt ihr tatsächlich erst langsam, dann schneller werdend das Gefühl, dass ihr euch wieder nach vorne bewegt. Und euch weiter weg entfernt von diesem merkwürdigen, wolkenartigen Wesen. Und es dauert gar nicht lange, bis ihr irgendwie, ihr seht ja keinen Horizont, aber einfach weiter vor euch dann den Breach sehen könnt. Diesmal sieht er nicht silbrigfarben aus, sondern es sieht aus, als wäre er golden, braun, irgendwie was zwischen gold, braun, gelb. Und es dauert, wie gesagt, nicht lange, dass ihr durch diesen Breach durchbrecht und erstmal frische Luft atmet. Dieses nicht mehr dieses beklemmende Gefühl habt, im Nichts zu sein, sondern es erstmal wieder frische, atembare Luft zu euch nehmen könnt. Und vor allen Dingen seht ihr Sonne, und die auf euch herunterstrahlt, und weite Prärie um euch herum. Ihr fahrt wieder auf Schienen, die vorher nicht da waren. Und ja, der Zug bewegt sich und fährt schnell auf eine am Horizont liegende Stadt zu. Yay, super gemacht. Ich würde gerne nach hinten gucken. Sind die Leute wieder da? Nein. Okay. Na Mensch, das war ein Abenteuer. Und was machen wir jetzt, mein Caesar? Also ich gucke erstmal auf meine Fahrkarte und gucke, ob da irgendwo klein geschrieben steht, Reise könnte tödlich enden. Nein. Also erstmal beschwere ich mich bei der Ballagetour. Und dann zuerst suche ich die Bremse für das Ding. Ja genau, könntest du das vielleicht ein bisschen abbremsen, dann springe ich kurz vor der Stadt ab, weil ich habe keinen Bock, jetzt irgendwie wieder Ende der Gilde zurückzukommen. Ich sehe mich um, ob ich irgendwas finde, was für mich nach leicht abbremsen aussieht. Ja, findest auch den Bremshebel. Ja, dann bremse ich leicht ab. Mhm. Bremst dann so runter, dass der Zug so schnell fährt, dass man auch abspringen kann. Und tatsächlich wird Caesar, wenn ihr ihn nicht daran hindert, dann vom Zug abspringen und euch noch hinterher winken, während der Zug sich weiter vorne bewegt. Ich würde ihm noch hinterher schreien: Und denk dran, solange du nicht erwischt wirst, ist es legal! Und zu dem Hut winken. Ah, das kann ja halt. Ja, und dann dann tue ich den Bremshebel wieder nach vorne stellen, dass es wieder Normalgas ist, und stelle mich entspannt an die Seite des Führerhauses und warte, dass wir Richtung Bahnhof kommen. Schön, dann werdet ihr irgendwann in den die Stadtgrenze von Malifaux irgendwie durchqueren. Die Stadtmauern sind schwer befestigt. Ihr fahrt nach Downtown hinein und seht halt merkwürdig konstruierte Gebäude, die so ja schon eine Art vertrauten Architekturstil haben. Allerdings so alle so ein bisschen verzerrt und verzogen aussehen. Das heißt, irgendwie die Dächer sind irgendwie krumm, oder das zweite Geschoss auf einem zweistöckigen Gebäude steht so ein bisschen über. Der Glockenturm von dem vom Gebäude da drüben scheint so ein bisschen schief zu stehen. Alles ist irgendwie so ein bisschen, also es ist erkennbar, dass es irgendwie, was es sein soll, aber es ist alles so ein bisschen verschoben und verzerrt. Und ihr fahrt dann ein ähnlich gepanzertes und ausgestattetes Bahnhofsgelände hinein, wie ihr es auch in Santa Fe schon hattet, in Bridgetown. Und wenn ihr den Zug dann dort abbremst, werden euch Gildenoffiziere in Empfang nehmen, euch befragen, was denn passiert sei, wo die ganzen Gäste und vor allen Dingen, wo die Gefangenen geblieben sind. Was erzählt ihr denn über die Gefangenen? Naja, als wir da reinkamen, lag da eine verbrannte Leiche am Boden. Das war's. Ende der Geschichte. Ein schrecklicher Anblick. Das können Sie mir glauben. Sowas möchte ich nie wiedersehen.
Außerdem hätte ich gerne Schadensersatz für diese Horrortortur. Wir wurden von Puppen angegriffen. Von Puppen? Ja. Die Reste liegen auch noch im Waggon drin. Der Gildenoffizier, der gegenüber ist, hat auch so einen leichten Ziegenbart und kraut sich den so. Wo soll das sein? Welche Puppen? Zeigen Sie mir das kurz. Ja, ich gehe da in den Waggon und hoffe, dass bitte da die Puppen noch liegen. Ja, die liegen da noch. Ja, und ich zeige auf diese Marionetten, die da zerschossen am Boden liegen. Setzen Sie sich mal kurz bitte wieder hin. Wir holen kurz einen Experten. Ich setze mich da irgendwo hin. Dann sitzt er wieder wahrscheinlich an diesem Tisch wieder und wartet darauf, dass die Gilde euch frei herauslässt. Aber kurz bevor ihr herausgelassen werdet, kommt jemand in Begleitung in Zugabteil hinein. Also wieder ein Gildenoffizier mit der Uniform, gut erkennbar. Und hinter ihm läuft ein kleines Wesen, was vielleicht gar nicht so klein ist. Es sieht auch so, es hat einen schwarzen Umhang auf eine zerfetzte, aussehende Kapuze über den Kopf gezogen, bis tief ins Gesicht, sodass man die Gesichtsschemen nicht sehen kann. Und es geht ganz vorn über gebeugt, also wenn es sich aufrichten würde, wäre es wahrscheinlich so groß wie ein kleiner Mensch. Allerdings läuft es sehr gebückt wie eine bucklige Hexe oder so, könnte man sich das vorstellen. Es hat zwei große Schwerter auf dem Rücken geschnallt, die allerdings abgebrochen sind in der Mitte. Also so Langschwerter, die aber in der Mitte als so abgebrochen sind. Diese Schwertklingen, die leuchten in einem merkwürdigen grünen Schimmer. Und auch unter der Kapuze könnt ihr einen merkwürdigen Schimmern erahnen. Und das Wesen läuft leicht schnüffelnd an euch vorbei. Und der Gildenoffizier zeigt so auf die Überreste von der Puppe und das ist... Und ihr könnt ja mal einen Test machen gegen die 8 auf euer... Ja, was kann man denn da mal nehmen? Was Akademisches vielleicht. Ja, vielleicht aber auch nicht. Ja, hat jemand Geschichte von euch? Ansonsten einfach mal Intellekt nehmen. Dann fange ich einfach mal an. Literacy und Notice habe ich höchstens noch. Intellekt. Und dann hier. Ich. Minus 1 ist das eine 9. 9, das heißt, dir ist es völlig bekannt, was das für ein Wesen ist. Du hast davon schon mal gehört. Es ist ein sogenannter Witchling-Stalker. Das sind Wesen, die von der Gilde gehalten werden, die Magier aufspüren können. Und die dafür genutzt werden, um Magier zu suchen und zu schnappen. Sie haben selber magische Fähigkeiten, die enorm die Magie unterdrückt, beziehungsweise Magier teilweise halt auch komplett Magie eindämmt. Und okay. Man sagt ihnen nach, sie könnten Magier riechen. Was der wohl gerade versucht zu tun. Er schnüffelt auch so an euch herum. Ich spare das. Ich bin ja nicht umarmt oder so, den Typ. Es läuft euch so ein kalter Schauer über den Rücken, als ihr dieses Wesen seht. Ja. Wenn ihr nicht noch flippen wollt, dann ist Elisabeth die Einzige, die sie mit dem Anblick was anfangen kann. Ich würde schon noch probieren. Ja. Probieren? Ja. Und Balthasar. Minus 2. Nie gesehen. Das muss einer dieser merkwürdigen Neverborn sein, die sie hier haben. Starrt das auch völlig entgeistert an. Oder eine Hexe. Eines von beiden. Ja, Hexe, das muss es sein.
Eine mit Schwertern bewaffnete Hexe. Gut, dann ist Elisabeth die Einzige, die das weiß. Man lässt euch dann auch nach einer kurzen Befragung noch, was passiert ist, noch irgendwie frei. Und ihr könnt dann eures Weges gehen und euch, wo kommt ihr denn unter in Malifaux? Ich würde mich vorerst nochmal beschweren, ich hätte gerne Schadensersatz. Man nickt nur, ich werde das auf meiner unsichtbaren Schreibmaschine notieren, die Beschwerde. Also, Sie verarschen mich doch, oder? Nein. Er verarscht mich, oder? Nein. Schade. Ja, okay, dann gehe ich raus. Sie haben ein Ticket gekauft, sind angekommen. Ja, und ich wurde terrorisiert und 90% der Leute sind verschwunden oder kann tot. Kann jeder behaupten. Ich bin psychisch traumatisiert. Willkommen. Ich schieb sie mal raus. Na dann. Nur irre hier oder gehe ich raus? Kommen Sie, meine Liebe. Furchtbar. Das ist also die große neue Walte. Das ist die neue Stadt, genau. Falls ihr nicht eine bessere Idee habt, wo ihr unterkommt, könnt ihr in irgendeinem Gasthof oder so erstmal ein Zimmer gucken. Begutachten, ob ihr da irgendwie für zumindest diese Nacht oder die nächste Zeit unterkommen könnt. Die Straßen von Malifaux sind bevölkert von allerlei unterschiedlichen Menschen, die auch in unterschiedlichster Art und Weise irgendwie aussehen. Die Mode, die ihr so gewohnt seid, scheint etwas altmodisch zu sein. Vielleicht ist es hier aber auch nicht so in wie auf der Erde. Vielleicht haben die hier so ihren eigenen Style. Man läuft halt auch an Läden vorbei, an Frisiersalons, an Konditoreien, auch an Tanzlokalen. Ganz normales Trubel, der hier stattfindet. Und zwischendurch immer wieder diese dampfbetriebenen mit glühenden grünen Steinen versehenen Dampfkonstrukte. Nicht nur so große, auf zwei Füßen laufende Wesen, sondern man sieht zwischendurch am Himmel auch mal eine Maschine, die aussieht wie ein großer Vogel kreisen. Oder man sieht Maschinen, die aussehen wie kleine Hunde oder wie große Spinnen, die durch die Gegend laufen. Ihr seht Leute, die komplett eine Körperhälfte komplett mechanisiert haben. Oder deren Unterkörper komplett fehlt und sie stattdessen zwei mechanische Beine haben. Ihr seht Leute mit Augen- und Ohrenprothesen. Habt ihr in der Form so oft nicht gesehen bisher in eurem Leben. Aber was ihr in Malifaux demnächst dann erleben werdet, das sehen wir dann beim nächsten Mal, wenn wir dann in das eigentliche Abenteuer einsteigen, denn heute haben wir ja nur die Hinfahrt bespielt. Beim nächsten Mal geht es dann los und dann wissen wir vielleicht auch, was es mit dem Kind der Flammen auf sich hat. Und ich bedanke mich bei meinen Mitspielern und Mitspielerinnen und bei allen, die zugeguckt haben, hier auf Twitch oder wenn ihr später zuguckt auf YouTube, bedanke ich mich auch dadurch, dass ihr guckt. Heute habe ich ein paar lustige Leute auch im Chat gehabt. Der Knix war da und die Leute, die mitgespielt haben, Rerion und Feramin, waren auch im Chat. Der Zacknitsch, das freut mich besonders. Das ist ein alter Tabletop-Bekannter von mir, den ich noch aus meinen Zeiten ganz früher noch vom Warhammer kenne. Der ist immer noch Tabletop-begeistert und ist auch, glaube ich, Moderator in einem großen deutschen Tabletop-Forum. Und den sehe ich hier gerne im und der kennt anscheinend das Tabletop Malifaux sehr gut. Dann habe ich hier Demonic Sugar. Ist das einer von euch? Nee, ne? Mhm. Und wen haben wir noch? Demonic Sugar hat doch am Montag mit dir gespielt. Ach ja, wer war das nochmal von denen? Lilio? Ist das Lilio? Wahrscheinlich. Ich habe es mir nicht gemerkt. Verdammt, ich hätte es mir aufschreiben sollen. Ja. Wie gesagt, Dankeschön. Wenn ihr auf YouTube guckt, hinterlasst kurz unten mal eine Nachricht, irgendwie, wie ihr es fandet. Wenn die toll ist, dann sage ich das sogar an meine Spieler weiter. Und wenn ihr mehr Rollenspiele sehen wollt, so ähnliche wie hier, dann schaut auch mal auf dem Nerdpol. Oben läuft die ganze Zeit die Adresse durch.
Und auf YouTube könnt ihr die auch unten in der Beschreibung irgendwie anklicken. Da findet ihr fast jeden Tag einen Rollenspiel-Stream zum Anklicken und Anschauen. Ein großes Stream-Archiv mit hunderten von Stunden Rollenspielgeschichten. Kann ich nur empfehlen. Und wenn ihr mal selber mitspielen wollt, auch mega gut, sich da anzumelden. Weil da findet ihr auch zusammen in Runden wie dir, weil sonst würde ich mit Feramin und Ratched wahrscheinlich gar nicht zusammenspielen. Relevan kenne ich schon was länger, aber mit dem würde ich sonst auch nicht zusammenspielen, wenn wir uns nicht über dieses Forum kennen würden. Und was? Ja, sonst würden wir uns gar nicht kennen. Nicht wahr? Ja, und ja. Mehr habe ich nicht zu sagen. Ich bedanke mich nochmal. Und sage, bis zum nächsten Mal. Wann das sein wird, erfahrt ihr auch auf dem Nordpol. Ich denke mal, irgendwann im nächsten 3-4 Wochen wird das bestimmt irgendwann hinhauen, hoffe ich. Dann hoffentlich auch mit dem Blattwolf. Ich hoffe, dass das da bei seinem privaten Problem nicht allzu schlimm ist und er uns beim nächsten Mal wieder zur Verfügung steht. Dann mit so einem richtigen Brechercharakter mit Hammer und so kann man bestimmt noch gebrauchen. Und ich wünsche euch eine schöne Nacht, einen schönen Tag oder einen schönen Morgen, je nachdem, wann ihr es guckt. Macht's gut. Vielen Dank. Tschüss. Ciao. Tschüss.